Hallo und willkommen zu meiner absoluten Verzweiflung. Willkommen zu Resident Evil 2 im Seamless HD Mod mit Randomizer, wo ich gefühlt die ganze Zeit am Ausrasten bin, weil ich mit Schlangen, Ivys und allerlei giftigen Getier beworfen werde. Ha, mal gucken, was sie uns heute entgegenwerfen. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Gott, ich mag es ja irgendwie zu leiden. Aber hey, ich habe eine Idee, ich habe einen Plan. Ich habe mir heute mal ausnahmsweise eine Strategie zurechtgelegt. Und Adel, vielen lieben Dank für deinen Resub. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für 7 Monate Unterstützung. Und an der Stelle auch gleich Breakers Player. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Willkommen in der Zombie-Horde und willkommen bei Screamfire. So, ich werde jetzt mal ganz schnell den Chat begrüßen, damit wir auch sofort reinstarten können, weil ich bin wirklich heiß drauf. Und dann sage ich euch auch meine Strategie, die ich heute habe. Strategie Nummer 1, überleben. Strategie Nummer 2 erzähle ich euch gleich. So, also, Tyler Durden ist mit am Start. Moin, moin, hallo. Der einzig wahre Otter, servus. Hallo Adel, schön, dass du da bist. Und danke nochmal. Sergey, moin, moin. Ironside ist mit am Start. Hallo, schön, dich zu sehen. Grüße dich. Der Ironside hat übrigens auch einen schönen Gun-Channel, also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Und General Dominik, vielen lieben Dank, Dankeschön für deinen Resub und für 2 Monate Unterstützung. Guten Abend, Poison Andy, oh Gott, ist es mein neuer Spitzname? Ich weiß ja auch nicht. Blada 1926 ist gefolgt, vielen lieben Dank für deinen Follow, willkommen in der Zombie-Horde und willkommen bei Screenfire. Dann haben wir den Stefan mit dem Chat. Hallo, Sephiroth. Guten Abend an alle und auch dir, Andi. Und auf ein lautes Ausrasten von dir. Nur nicht zu laut, bitte nicht, dass deine Frau wieder ins Zimmer kommt. Ich gebe mir Mühe, Sephiroth. Und wir haben eine Prominenz im Chat. Calgarian Mike ist da. Vielen lieben Dank für den Resub, mein Lieber. Dankeschön. Danke für 21 Monate. Holy shit, das ist auch schon. Ja, jetzt kommst du bald auf die 2 Jahre, ne? Lässt sich nicht mehr vermeiden. Ah, vielen lieben Dank und schön, dass du hier bist. So, Michael Myers, hallo. Pulsadum, dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub. Auch für 5 Monate Unterstützung. Danke, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Genau, Michael Myers, guten Abend, Andi. Ich habe dein Video gesehen. Wie kannst du Sonntagabend nur streamen und kein Buch lesen? Ich lese auch gerne. Boah, wie ich einfach scheiß Klischees hasse. Man kann doch lesen, man kann auch mal in die Natur gehen und man kann trotzdem auch mal im Sommer die LCD-Bräune im Keller genießen. Es kann doch jeder machen, was er will. Warum muss man immer in irgendwelche scheiß Schubladen gesteckt werden? Ah, ihr habt vielleicht mein Video gesehen zur Gaming im Alter. Das ist ein Thema. Es gibt so ein paar. Vielleicht kommen noch mehr solche Videos in der Zukunft. Mal schauen. Mal gucken. Kernkrupp, vielen lieben Dank auch für dein Follow. Willkommen in der Zombie-Horde und willkommen bei Screenfire. Mich, nicht sehr Pulsar, du hast einen Wassermarsch da gelassen. Teemarsch. Ihr seht schon, ich bin alter Mann, ich trinke Tee. So, RPD Games, hallo. Dominik ist mit am Start. Moin, moin. Andi, wie geht es dir und deiner Familie? Soweit gut. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber es geht schon wieder auf dem Weg der Besserung. Und Anka ist halt jetzt im letzten Monat schwanger. Die ist natürlich durch, verständlicherweise. Und freut sich, wenn der Kleine draußen ist und gesund ist und munter. Ich kann sie nicht verdenken. Am 8. März ist soweit. Daumen drücken und so. Da bin ich natürlich dann auch dabei. Und einen schönen guten Abend an den Chat. Endlich wieder Sonntag und feinste Resi-Randomizer-Unterhaltung. Ja, wenn wir heute durchkommen, gibt es nächste Woche Resident Evil 3 Randomizer. Wenn ihr das wollt. Ich gehe mal davon aus. Phoenix ist mit am Start. Hallo. Dark Leon 2. Interessant ist, dass bei YouTube auf TV läuft 3 Sekunden Versatz ist. Das kann passieren, Dark Leon. Aber schön, dass du da bist. Ob es heute ein blaues Kraut gibt, werden wir sehen und Schlange wie Andi noch überleben kann. Ich hab einen Plan, Stefan, ich hab einen Plan. Hallo, die Lady, grüße dich. Mados ist mit am Start. Jan, hallo, 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 Teilzeitgott. Hallo, Queen M, auch mit am Start. Es ist so cool, dass ihr alle da seid. Also, ich sag's nicht so, mich freut's jedes Mal, wirklich.
gerade so, also ich meine, ich freue mich jedes Mal. Aber auch gerade sonntags, ich find's so geil. Ich find's einfach so geil, wie viele, was für Zahlen da noch immer reißen. Wahnsinn, aber ja, danke, dass ihr da seid. Was, Umfrage wurde gemacht, wird Andi heute wieder vergiftet werden? 100% ja, wow. Das war auf Twitch, YouTube, wundert euch nicht. Es war 100%ig der Propaganda-Panda, so wie ich ihn kenne, weil der boshaft ist. Übrigens, Panda, ich habe dich vorher aus Versehen angerufen, insofern. Ich bin Maus gerutscht. Shinji, hallo, grüße dich und vielen lieben Dank für die 5 Bits, dankeschön. Wait a second, ich habe doch ein 10-Bits-Limit da reingemacht. Warum ist das? Dann muss ich mir später nochmal anschauen. Aber vielen, vielen lieben Dank. Dashly, danke schön für deinen Resub. Willkommen beim Seamless Poison Randomizer. Dashly, danke schön für 2 Monate Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub. Dankeschön. Mats ist mit am Start. Einen Tag vorm Urlaub in Bayern nochmal die Gift Randomizer schauen. Was kann es Schöneres geben? Andi, ich wünsche dir und dem Chat einen schönen guten Abend. Ja, das wünsche ich euch auch. Hebelchen, hallo. Hey, Glass of Whiskey. Dr. Max noch mit am Start. Stefan, Abend. Lobo, Servus Andi und Chat. Bin nur ein Stündchen da, muss später noch ein bisschen Helldiver spielen, falls ich reinkomme überhaupt. Da wünsche ich dir viel Erfolg, Lobos, aber schön, dass du da bist. Hallo, Hike, Servus. Hallo Blub, hallo, bei der Resident Evil 2 Safe Room Musik bekomme ich immer gute 90s Vibes, Tito, schöne Erinnerung, es war eine tolle Zeit, danke fürs Spielen, viel Erfolg heute, danke Blub. Ah, Luft im Moment, ich will euch ja nicht voll rülpsen, aber entschuldigt. Finch, danke schön für die 100 Bits, vielen lieben Dank und grüße dich, schön, dass du da bist. Die Otter werden die Welt übernehmen und all eure Zahnbürsten essen. So sei es. Hallo Otter. Der einzig wahre. Ich hatte dich doch vorhin schon begrüßt, oder? Hatte ich. Blackberry ist da. Hallo Blackberry. Huhu, alle zusammen. Ich grüße euch endlich mal frei und endlich ist wieder Resi-Sonntag. So ist es. Genau wie Hausmaus. Hallo. Hallo Ratko. Ich spiele auch gerade Biorant und Seamless HD Mod und bin im Lab angekommen, schreibt Hebelchen. Ja, dann gucken wir mal, ob wir da heute auch ankommen. Ich bin sehr gespannt. Guten Abend, lieber Andi und allen anderen natürlich auch. Hallo Xeno. Achso, Andi, ich bin von deinem letzten Resi-Video auch der Meinung, dass das Operation Javier gut zu einem Code Veronica Remake passen würde. Denke ich auch. Ich hab's im Ruin. Irgendwas ist da im Busch. Und wenn es nur eine Pfeile ist, die man dort findet. Aber irgendwas ist dort im Busch. Ob es heute blaues Kraut gibt, ich hoffe endlich mal. Hallo Keenan. Hallo Ranmaru. Schön, dass ihr beiden da seid. Panda, jetzt bin ich auch bei dir angekommen. Hallo. Dennis, hallihallo. Ich versuche mal schnell durchzukommen. Pat Grammel ist mit am Start. Oder sag mal, Grammel? Pat Grammel. Oder Grammel? Ich weiß es nicht. Grammel, klingt französischer. Hallo André Xenomorph. Moin, moin. Hallo Jochen Holzmann. James, ahoi. Sehr schön, dass du da bist. Hallo King Cold. Leider gab es schon einen Wassermarsch, King Cold, aber für dich trinke ich einen Ehrenwassermarsch. Und oh, wir haben auch einen hohen Gast hier, nämlich den Redneck-YouTuber auf YouTube. Der hat einen ziemlich coolen Jagd-Channel. Ihr wisst ja selber, ich bin ja auch Jäger. Also wenn euch Jagd interessiert, geht mal bei ihm gerne vorbei. Lasst Liebe und ein Abo da, wenn es euch gefällt oder wenn es euch generell interessiert. Insofern, hallo, schön, dass du da bist. Was? Der einzig wahre Otter schreibt, ich bin dumm. Warum bist du dumm? Hallo Juni. Guten Abend an dich, Andi und den restlichen Chat. Heute schaffe ich es nach längerer Zeit mal wieder zu dem Livestream. Schön, dass du da bist. Gleich nebenbei auch mal die Zeit nutzen, ein paar Resident Evil Boardgame-Figuren zu bemalen. Das ist unser großes Ziel, was Anka und ich haben nach der Geburt, wenn sie wieder sitzen kann nochmal. So. Kernkro, hallo. Oh Gott, der Chat ist so lang. Ja, wir sind schon wieder. Okay, wir sind fast wieder 200 Zuschauer mit beiden Kanälen. Ich versuche jetzt mal schnell durchzugehen und lese nicht jede, damit wir anfangen können, ne? Weil sonst. Da, ich habe extra sehr, sehr pünktlich angefangen, dass wir das Jahr hinbekommen. Also, Hammo exklusiv. Moin, hallo 21 Micha. Hallo Kernkro. Hallo. Evgenia, hey, schön, dass du da bist. Hol dir einen Tee. Ach, Dr. Max, du. So.
Bisalina raidet uns mit 11 Zombies. Oder sind es doch Bisasams? Dankeschön für den Raid. Willkommen, liebe Raider. Ich weiß ja, was ihr gespielt habt, darum frage ich euch nicht. Ich hoffe, es war erfolgreich. Schön, dass ihr da seid. So, Rauchbombe ist mit am Start. Rote Shanks. Torti. Hallo, Torti. So. Ich versuche nur schnell zu machen. Frontale Faust. Mahlzeit. GM85. Hallo. So. Radko hatten wir schon, aber trotzdem schön, dass du da bist. Es sind so viele. Dashley, hallo. Hallo Mephisto. Hallo Kushi. Hallo Dengo. So, okay. Okay, ich glaube, wir haben es fast. Blauer Blitz, einen wunderschönen untoten Abend wünsche ich dir auch. Sniff 93, hallo. Geki Anlagenmechaniker, hallo Anlagenmechaniker, schön, dass du da bist. Und Demona Rose ist auch mit am Start. Moin, moin, hoffe auf ein giftarmes Gameplay. Ich auch, Demona, ich auch. Devilic Black, hallo. Oh, ich habe zu viel Luft geschluckt. Ah, so. OBS ist abgestürzt und geht nicht mehr auf. Konnte Run nicht beenden. Es tut mir leid, Bisalina, es tut mir leid. Hallo, Black Sabbath. So, und danke für die 2 Euro Superchat, Black Sabbath. Dankeschön. Und BPOH ist auch da. Hallo. Okay, Leute, lang genug geschwätzt. Stone Lea 73, dankeschön für deinen Follow. Vielen lieben Dank und willkommen in der Zombie-Horde. Willkommen bei Screenfire. So, meine Lieben. Los geht's. Ich muss mir die Nase putzen. Verdammt. Danach geht's aber wirklich los. Und jetzt ist er da, der Superchat. Danke dir nochmal, Black. Danke. So. Schauen wir mal, was heute geht. Also, Claire B. Sound ist okay, nehme ich an. Anger Killer hat ein Killer-Abo resubbt. Oder? Nee, ja, genau. 12 Monate, oh mein Gott. Vielen lieben Dank, Anger Killer. Schön, dass du da bist. Und vielen, vielen lieben Dank für ein Jahr Unterstützung, mein Lieber. Dankeschön. So, jetzt muss ich nur kurz überlegen, was ich mache. Okay. Ich habe einen Plan. Ich weiß nicht, ob es ein guter Plan ist, aber ich habe einen Plan. Wir müssen hier die Hunde wegkriegen. Wenn ich vergiftet bin, sind die einfach ein Todesurteil. Das ist... Okay. Hunde sind weg. Damit werde ich zumindest hier nicht immer gehittet und muss meine Herbs aufgeben. Okay, jetzt gehen wir runter. Dark World, moin. Grüße nach Brandenburg. Schön, dass du da bist. Und Scorpion Dragon ist auch mit am Start. Hallo. Passt vom Sound. Danke, Dominik, für die Soundkontrolle. Dein letztes Video war gut mit dem Alter. Danke dir, Black Sabbath. Freut mich sehr. Ist zwar ein bisschen aus einer Rant-Laune heraus entstanden, aber ich denke, es passt. Stefan, danke schön für den 1 Euro Superchat. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Danke schön. Danke dir. So. Wir brauchen... Ah ja, genau. Ich wollte euch überhaupt sagen, was für einen Plan ich habe. Mein Plan ist, unten die Munition zu holen und vor allen Dingen den Flammenwerfer. Mit dem einzigen Hintergrund, dass ich die Ivys, die hinten warten, wo wir hin müssen, dass ich die abfackeln kann, diese Mistviecher. Und dann gehen wir doch noch in den einen Raum... Ach, verdammt. In den einen Raum rein. Dr. Dr. Willytron 1, vielen lieben Dank für deinen Follow. Willkommen in der Zombie-Horde und willkommen bei Fuck. Ich habe die Karte oben liegen lassen. Jetzt habe ich die Karte in der Truhe liegen lassen, ich Depp. Ja, da müssen wir neu starten und müssen nochmal machen. Bis ich jetzt hochrennen, hinrennen,
Das geht so schneller. Cookie TV! Vielen lieben Dank für deinen Resub. Dankeschön. Danke dir. Auch schon 7 Monate. Vielen lieben Dank. So. Okay, machen wir nochmal. Wir brauchen ja die Keycard für unten. Ich sehe schon, komm, am Ende findest du nur noch blaues Kraut, aber keine einzige Kugelmunition mehr. Ja, wahrscheinlich, das wird sein. Alles ist möglich. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Wir brauchen das MG. Das brauchen wir und das MG. Für die Hundis. Black Sabbath, danke schön für die 10 Euro Superchat. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Dankeschön. Scheiße, ich hab verkackt. Ich hab böse verkackt. Hab ich nochmal verkackt? Ja. Oh, okay. 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 Okay, das passt. Es ist okay. Es ist okay. Wir sind safe. Aber wir haben die scheiß Karte verpasst. Oh, die Piano-Mucke läuft doch im Hintergrund. Entschuldigt bitte. Darum habe ich vorhin gefragt, Sound okay, ich vergesse es manchmal abzustellen. Sorry. Danke dir, Serge. Dark World schreibt, Like nicht vergessen, das ist natürlich richtig. Wenn ihr Lust habt, natürlich, lasst gerne ein Like da. Würde mich natürlich sehr freuen. Jetzt kam der Alert. Danke dir nochmal, Black Sabbath. Dankeschön für die 10 Euro Superchat. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, mein Lieber. Dankeschön. Und danke, dass du auch immer da bist. Und Xeno Groot Creature hat auch 2 Euro Superchattet. Vielen lieben Dank. Und Stefan, da kommt auch nochmal der 1 Euro. Vielen lieben Dank an euch alle. Dankeschön. Danke, danke, danke. Du sagst, Finch, du sagst nur noch Poison Andy. Oh Gott. Versuche mal hier lang zu laufen, ohne dass mich die Mistviecher hier erwischen. Verpiss dich. Sie haben mich nicht erwischt. Okay. Aber jetzt müssen wir gleich, wenn wir in den Raum gehen, habe ich überhaupt genug Munition für die alle? Ich weiß es nicht. Es wird interessant. Ich weiß nicht, ob das passt. Xeno Groot, jetzt sehe ich es da auch nochmal. Vielen lieben Dank. Wollte nochmal. Dankeschön, mein Lieber. Danke für die 5 Euro Superchat. Danke, danke, danke. Traust du dir einen Resident Evil Zero Randomizer zu? Am liebsten würde ich jetzt sagen, fick dich, James. Aber Allerweltsbesammer, dankeschön für deinen Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Oh Gott, ich habe Angst. Schaffe ich die noch abzuwehren? Nein. Nein! Ah, das war Katastrophe. Natürlich. Ja, das brauchen wir nicht. Aber die Munition brauchen wir genau. Okay, und raus hier. Alter Schwede. Hallo, German Sumo! So. Ah. Okay. Die Muni reicht nicht. Moment, wir sind doch noch gar nicht fertig. Notiert, finde ich die richtig. Fuck! Oh, fuck, hat's mich jetzt gerissen. Ja, geh weg, du Mistvieh! Lass mich in Ruhe, Hand. Keine Zeit, ich bin vergiftet. Oh! Hatte ich die überlesen? Übersehen? Oh! 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 Ich dachte, oh! So.
So, okay, warte mal, wie viel Platz haben wir? Wir müssen... Verpiss dich! Nein, war ja klar. Gibt es einen Code Veronica Randomizer? Und wenn ja, wäre das was? Das wäre für mich viel interessanter. James, gibt es einen Code Veronica Randomizer? Weißt du das? Wenn es jemand weiß, dann weiß es der James. Und das wäre wahrscheinlich der größte Abfuck, den ich mir vorstellen kann, im positiven Sinne. Boah, das wäre wirklich hardcore. So. Ich glaube. Und ich meine, dass wir auch noch in der Asservatenkammer. In der Asservatenkammer lag, glaube ich, auch noch Heilung oder sowas. Oder war es ein. Ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendwas, glaube ich, habe ich da noch liegen lassen. Wüsste nicht, dass es da was gibt. Na, verdammt, war ja klar. John Wick werde mit dem Zocken. Hallo, John Wick. Du Troll. Ich meine, ob Capcom an einer Neuauflage von Code Veronica arbeitet. Meinst du ein Remake Navy Seals? Es wurde bisher... Die offizielle Antwort darauf ist, es wurde nichts angekündigt. Die inoffizielle Antwort ist, es wurde noch nichts angekündigt. Ach, scheiße. Ich will nicht jetzt durch die sterben. Das wäre echt doof. Xenogroot Creature. What? War das jetzt der zweite? Nein, oder? Vielen lieben Dank. Dankeschön für die 5 Euro Superchat. Ich weiß nicht, ob es der zweite war oder der erste. Oder ob ich mich versehen habe. Aber vielen lieben Dank. Danke dir. Dankeschön, mein Lieber. Dankeschön. Hoffe, du und Landsquid macht irgendwann mal wieder ein Video über Resi, vielleicht zu Teil 9, wenn es genug Material dazu gibt. Ihr beide seid echt das Dream-Resi-Team. Danke dir, Mr. Resident. Ja, würde ich sehr, sehr gerne mit ihm wieder machen. Ist ein echt lieber Kerl. Jederzeit wieder. Na, kommt. Holt's euch. Noch wer? Noch mehr ein Problem. Ach, fuck, natürlich. Na komm. Nein, bitte töte mich jetzt nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Natürlich! Ah, ich hasse es so. Wir waren so gut dabei. So gut dabei, Mensch. Aber das war einfach das Problem, dass ich zu oft gebissen wurde dabei von dem blöden... Jetzt hätte ich fast das böse SCH-Wort gesagt. Ich wollte gerade sagen, von dem bösen Zombie-Schlampen. Ah, sind ja auch blöde Zombie-Viechers. Mm. So. Remake oder Remaster? Remaster gibt es schon, Navy Seals. Das Remaster zu Code Veronica ist 2011 erschienen oder was, 13? Für Xbox 360 und PlayStation 3. Läuft doch auf der Series X. Auf der PS4 und 5 ist es leider nur die PS2-Version. Warum auch immer sie das gemacht haben, ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich wollte doch hier die Dings mitnehmen. Da. Aruru, hallo! Versuche mein Bestes. Okay. Weil die Hunde sind einfach eine zu große Gefahr hier. Oh, ich habe eine Idee.
Wir sind doch hinten gewesen, die haben wir doch nicht mitgenommen, weil wir nicht vorbei. Ich weiß, dass da ein rotes Kraut noch war, wenn ich mich jetzt nicht falsch entsinne. Ja! Aber jetzt können wir die andere nicht aufheben. Warte mal, wo haben wir das grüne Kraut? Das war in der Asservatenkammer. Aber dann können wir es verbinden und dann sind wir besser dran. Ja. Okay, gute Idee. Blackberry! Vielen lieben Dank für die 11,99 Superchat, mein lieber Dankeschön. Ich frage mich zwar immer wieder, ob die 11,99 kommt. Vielleicht hast du schon mal gesagt gehabt, aber ich bin super. Danke dir. Vielen lieben Dank für deinen Support. Dankeschön. Is it just me or does everybody always ignore what I say? Freaky Deek, sorry, didn't read what you wrote. So, hey, how are you doing? So, what did you wrote? What did you say? Chris, danke schön für die 21 Monate Unterstützung. Vielen lieben Dank. Ah, natürlich muss das Viech, Drecksviech sich an meinen Arsch ranmachen. War so klar. Mistviecher. Oh, natürlich sind wir gleich auf. Ah, natürlich kein blaues. Blaues Kraut wäre ja fantastisch. So. Okay, wir müssen jetzt schnell sein. Okay, die Ding ist gleich weg. Sehr gut. Ah, fuck, ich hätte. Na komm schon! Oh, 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 gerade ist was passiert. Gerade ist irgendwas passiert und ich hab's nicht gesehen. Hammer Exclusive, danke schön für die 99 Cent Superchat. Vielen lieben Dank. So, wir umlaufen die ganzen. Ha! Sogar noch besser als vorher. Well, zum Thema Code Veronica Randomizer. Ein wenig gegoogelt ergab, das ist was in Produktion. Bisher aber nur 50% fertig und werden nur die Items willkürlich verteilt. Gegner, NPCs und Räume bleiben unverändert. Aber wäre wenigstens etwas. Okay. Wäre ja wenigstens etwas. Jetzt wird es aber schwierig mit der Aufteilung mit dem Kraut. Hemmo Exklusiv, vielen lieben Dank für deinen Resub. Dankeschön für 3 Monate Unterstützung. Danke dir. Warum erschrecke ich immer bei den scheiß Enten? Was war das hier nochmal? Das war doch irgendwas Gutes. Oder? Ach ja, genau. Ja, natürlich. Schon wieder vergessen. Aber das, die brauchen wir wirklich. Und dann, wenn wir zurück sind und speichern, dann sind wir echt gut aufgestellt. Also jetzt darf wirklich nichts passieren. Ja, ist schwierig von den Items, ne? Aber ich will noch die anderen Benzin-Dingsbums haben. Ah! Ja, wir müssen halt jetzt schnell das nehmen dann gleich. Ist ärgerlich, aber. Aber okay. Ertan, moin! Wie geht's dir und deiner Family? Mir geht's ganz gut und allen anderen soweit, würde ich sagen, auch. Man kann's halt nicht gleich reinladen. Ärgerlich. Bisschen Verschwendung, aber. Wir brauchen es einfach. Dafür sind wir jetzt voll aufgeladen, laufen zurück. Hi Andi, ich habe mal eine wichtige Frage. Ist das Resident Evil HD ein Remaster oder ein Remake? Das ist ein Remaster des Remakes. Also quasi 2002 erschien das Remake von Resident Evil 1 von 1996. 2002 erschien das Remake davon und 2015 wurde aus eben diesem Remake das Remaster gemacht. Quasi Texturen nochmal verschönert. Um für moderne Konsolen rauszukommen. Black Sabbath, dankeschön für die 13 Euro Superchat. Holy shit. Danke dir, mein Lieber. Vielen, vielen lieben Dank. Heute schaffst du es bis zum Labor. Ja, hoffen wir es. Bin aber guter Dinge tatsächlich. Ach, verpisst euch doch. Verpisst euch doch, ihr dreckigen
Ihr dreckigen kleinen Parasitenficker. Ja, und schon wieder hängen sie mir an den Arsch. Nee, danke dir, Black Sabbath. Vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt aber. Wie viel haben wir Platz? Ja, geht noch. Ja, wir haben noch. Ich wollte oben eigentlich noch gucken bezüglich unten noch in der Asservatenkammer was gucken. Ich glaube, das sollten wir noch schnell machen. Ich meine zumindest, dass da entweder waren Kraut oder Munition. Irgendwas habe ich dort nicht mitgenommen, meine ich. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Nee, ich glaube, ich habe hier alles abgesucht. Ah, okay, doch. Oh! Okay. Never mind. Habe ich den übersehen oder habe ich den nicht mitnehmen können? Ich weiß es nicht mehr. Aber gut, dass wir hier nochmal gecheckt haben. Ich habe mich sowieso schon gefragt, wann wir den bekommen. Okay. Never mind. Aber gut, dass ich nochmal geschaut habe. Andi, erzähl mal, was du gegen Actionfiguren hast. Gar nichts, Torte. Ich habe selber einen Haufen Actionfiguren. Ich fand es in dem Video, ne, also nur, dass die Leute wissen, ein Kumpel von mir, der sagt, er zockt nicht mehr, weil er ja zu erwachsen geworden ist, sammelt halt aber Actionfiguren. Und ne, in seinem Klischee, mir ging es nur darum, was es seinem Klischee halt entspricht. Mir ist es doch vollkommen gleich, im Gegenteil. Ich finde es ja cool. So. Dann tun wir das daher, holen wir dann. Ich würde sagen, die kommt rein in die Truhe. Das nehmen wir vorsichtshalber mit. Und dann speichern wir noch einmal. Und dann ziehen wir uns das. Black Sabbath, hier ist nochmal dein Alert. Vielen lieben Dank nochmal. Dankeschön. Danke dir fürs Liken, Aru. Okay. Hey, ich bin ein bisschen überrascht, dass wir heute so den Run haben. Es läuft, oder? Es läuft. War gar nicht so blöd, nochmal hinzulaufen, weil jetzt sind die scheiß Hunde weg, die mir ständig Energie gezogen haben. Wir haben genug Munition für die Pflanzen. Es sollte eigentlich funktionieren. Eigentlich. Oh, Torti, du hast Masters of the Universe-Figuren. Da kommt bei mir hardcore die Kindheit durch. Weil, hatte ich natürlich auch als Kind. Ich war großer He-Man-Fan. So, der erste ist ja echt doof. Der beißt einen immer sofort. Das kann man leider nicht verhindern. So. Wim, oder was war's? YM Hero oder Wim Hero, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen in der Zombie-Horde und willkommen bei Scream Fire. Warte, wir müssen Heilung machen. Okay. Es funktioniert. Flammenwerfer ist Gold. Andi, ganz schön Fallout für jemanden, der immer noch vergiftet ist. Gift. Dass ich nicht lache hier. Oh nein! Ich hab das Zahnrad vergessen. Ich hab's Zahnrad vergessen. Okay, wir müssen... Dabei ging es jetzt so gut durch. Ich habe das blöde Zahnrad liegen lassen, aber okay. Warst du schon hinter den Schränken in der Bibliothek? Ich meine ja, aber wir können da gleich nochmal checken. Ja, das Zahnrad hätte ich halt nicht liegen lassen sollen. War ein bisschen doof. Was? So sprichst du Screenfire bitte immer aus? Wie spreche ich Screenfire immer aus, Chris?
Oder wie soll ich es aussprechen? Sagt dir das Spiel Heart of Darkness etwas? Ja, vom Namen schon. Sergej, du sammelst Hentai-Figuren, ernsthaft? Das ist ja witzig. Sind die sackteuer oder geht das? Ich hasse das, dass er so doof dasteht. Gehen unglaublich schön und schnell down. Haben wir jetzt sogar noch schöner hinbekommen. Ach, das ist so blöd. Die können einen grabben an der Stelle. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder auf Ding, genau. So. Ah. Kommt drauf an, 30 bis 600 Euro, alter Schwede. Zu irgendwas muss der Flammenwerfer hier gut sein. Die gehen wirklich super schnell. Gehen die roten Ivys schneller mit dem Flammenwerfer down als die normalen? Mir kam es jetzt fast so vor. Und wir haben es echt gut gebraucht. Wir hatten 36 und jetzt haben wir noch 10, also hatten wir 20%, 26%. Also. Puh. Ich bin ja echt happy. Und frecher Versandaufschlag, ja, ist er das nicht immer. Das ist halt. Ich kenne das, besonders wenn man aus den USA bestellt. Oh! Ja, ja, das habe ich ganz vergessen. Warum haut der mich in der Sequenz? Dreckiges Mistvieh. Ah, den hatte ich. Ich glaube, dass da irgendwas dahinter war, was wir nicht gebraucht haben. Wir haben das nämlich gemacht. Wir haben die Szene sicherlich gemacht. Aber ich meine, da war irgendwas Nutzloses dahinter. So, wir stehen gut da. Können auch gleich speichern. Please. I don't like alone. No. I don't want to be alone now. Das sagt er, glaube ich. So. So, schnell kombinieren, bevor wir wieder vergiftet werden, weil wir haben, glaube ich, jetzt nämlich keine Heilung. Ach, halt falsch. Komm schon. Ah, wir haben die Magnum wenigstens noch. Aber müssen wir gleich nochmal holen zum Abspeichern. So, holst du die Spiele lieber digital oder sammelst du die physischen Editionen? Beides, Chris. Die physischen natürlich, um sie... Warte mal. Komm her. Komm her. Moment. So. Zweimal gebissen, ernsthaft? Oh Gott, und jetzt hängen wir in der Animation, weil der Gegner da ist. Weil wir nicht ganz weg konnten. Wir können nicht weg hier. Wir können nicht weg. Wir sind gefroren. Ich komme nicht raus. Wir müssen es alles nochmal machen. Das ist ja ätzend. Das ist ja ätzend. Okay, wir müssen dringend den GM vorher töten, ansonsten versaut er uns die Sequenz und wir können nicht weiter. Genau, also das hat mit der Seamless-Fassung tatsächlich gar nichts zu tun. Das ist ein Problem vom Randomizer, weil der halt mit der Sequenz interferiert, wie man so schön sagen würde. Aber ist nicht schlimm.
Genau, also Chris Schmidt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie gesagt, beides digital. Ich habe am liebsten alles in meiner Steam-Library drin für den schnellen Zugriff oder auch so. Aber ich stelle mir halt die Sachen dann auch gern verschweißt ins Regal. Funky hat Tarek ein Abo geschenkt. Vielen lieben. Oh mein Gott, Funky hat 10 Abos an die Community verschenkt. Holy shit. Funky, danke schön. Wow. Oh mein Gott. Vielen lieben, vielen, vielen lieben Dank. Das ist super, super lieb von dir. Dankeschön. Ich hasse dich. Nicht dich, Funky, nur den Zombie. Dankeschön, mein Lieber. Okay. Wir versuchen das jetzt schnell. Das war bitter, ja, Dominik, aber es war ja Gott sei Dank. Nein! Was macht ihr da? Oh mein Gott! Mein Kopf ist weg. Ach, ich bin falsch abgebogen. Verdammt. Ich bin falsch abgebogen. Aber wir schaffen das. Ah. Okay, das war jetzt einfach Dummheit von mir. Muss ich zugeben. Wir haben es ja vorhin schon geschafft. Es ist ja eigentlich nur noch eine Frage des Durchziehens. Shit, ich komme nicht in Helder was rein. Aktuell 378.000 Leute am Spielen. Wieso nicht du, Andi? Weil wir Resident Evil 2 Claire B-Szenario im Randomizer in der HD Seamless Remaster Bullshit-Fassung spielen. Weil Sonntag ist. Weil Reasons. So. Und ich muss jetzt sagen, das Spiel hat mich auch nie so hardcore gereizt. Also können wir schon mal spielen, aber der harte Need war jetzt bei mir nie da. Ohne zu sagen, dass das Spiel nicht gut, also es kann schon gut sein, das glaube ich schon, aber... Ja, alle mal bitte an Funky93 Danke sagen für das Abo. Ach Gott. Boah, lief's besser. Dark Leon, vielen lieben Dank für den 1 Euro Superchat. Dankeschön. Okay, jetzt aber. Jetzt haben wir 4% mehr verbraucht und sind auch noch gehittet worden. Das war vorhin so gut gelaufen. Wenn ich dieses blöde... Muss da ein so ein Mistvieh sein. Das Problem ist, die respawnen ja die ganze Zeit wieder. Das ist ja der Abfuck. Du kannst dir gegen die nichts machen. Zum Kotzen. Ich glaube, wir sollten gleich nochmal speichern. Andy, Resident Evil 2 ist dein Lieblingsspiel. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Lieblingsspiel Spiel habe, aber es ist definitiv eines meiner Lieblingsspiele. Ja, man wird halt gehittet in der Sequenz. Das ist halt echt ärgerlich. So. Marcel Leimann, moin moin. Alles gut, bin so gut gelaunt, da die Bayern aktuell so gut spielen, dass ich damit meine Freude ausdrücken wollte. Das freut mich sehr, Funky. Dann hoffe ich auf ganz viel Erfolg für die Bayern. Ich müsste mal wieder auf ein Spiel gehen. Ich habe ja da Möglichkeiten über die Arbeit an Karten zu kommen, quasi in der Allianz Arena. Logenkarten.
Aber ich war bisher nur einmal. So. Jetzt aber. Metal, Bewährungsversager. Schön, dass du da bist. Na komm her, du bist Vieh. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben mit 3 Schuss, aber ich wollte einfach sicher gehen, dass wir nicht die gleiche Scheiße nochmal haben. So. Hat er sich da einfach aufgehangen? Achso, das mit dem Spielen ist ja ironisch gemeint, dass sie aktuell total abkacken. Das tut mir dann umso mehr leid. Sorry. Ich verfolg's nicht, darum dachte ich, es wäre so. Ich hab's überhaupt nicht verfolgt. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. Ich muss sagen, ich fand, schauspielerisch war Chief Irons im Remake der Hammer, aber sie haben ihm diese Vielschichtigkeit genommen, weil er wirkt hier voll nett und ist total der Psycho. That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon lieber Chat, weil wir gerade in der Sequenz sind, lass doch gerne mal ein Like auf YouTube da, es würde mich sehr freuen. Einfach mal auf den Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Oder auf den Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefällt. Aber würde mich natürlich sehr freuen. Dankeschön. Schade, dass man die Sequenz nicht skippen kann. Resi 2 zuzuschauen ist echt eine Reise in die Kindheit in 98, wo man noch frischer Einwohner in Raccoon City war. Ja, Cookie, ja. Schade, dass die... Oh, wir müssen gehen. Oh ja, jetzt sind wir vergiftet. Dag Leon, da ist dein Alert. Danke dir für die 1 Euro Superchat. Fuck. Ist nicht den ja. Scheiß Ernst. Ich brauch das MG. Anders, keine Chance. Warum sind da jetzt Licker in dem Gang? Wollt ihr mich verarschen? Und wir sind auf Danger, na klasse. Subtilität ist generell nicht die Stärke der Remakes. Nikolai ist auch so ein Beispiel im Original. Zwielicht, aber nicht direkt feindselig im Remake vom Fleck ein Weg, ein Arsch. Absolut, James, absolut. Halt die Klappe. Ich hasse es, dass die immer respawnen. Wenigstens ist hier nur einer. Danke euch. Danke für die Likes. Ich weiß, es ist nervig. Ich komme mir immer voll doof vor zu fragen, aber... Es ist halt wichtig. Wir wollen ja wachsen. Also müssen wir das YouTube-Game mitspielen. Ach. Es ist halt so. Sie sind halt so. Oh, warte, wir haben noch Fuel, sehe ich gerade. Warte. Naja. Können wir gleich auffüllen. Sparkshot haben wir auch noch. So, aber wir brauchen ja jetzt aktuell keinen. Ich brauche Heilung dringend. Wir haben zwar rote Kräuter, aber nichts Grünes. Das war's. Tricky. Das ist halt das Problem. Also wir sind halt die ganze Zeit am Arsch. Alter, das Farbband! Verdammt, sollte ich holen. Hoffentlich gibt es Poison Nemesis. Danke dir. Ach Gott, hoffentlich nicht. Ich finde es ja bis heute, ich finde es bis heute schade, dass es den PSP Resident Evil Teile nie gab, bis auf das Logo für die Ankündigung. So, und abonniert bist du nun auch mal bei mir, mach weiter so. Danke dir, Pax Risen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, aber es konnte man nicht die PlayStation 3 Version von Resident Evil 1, 2 und 3 auf die PSP ziehen, oder täusche ich mich? Andy Das Goal meinte neulich, dass von den 5 Resi Games die meisten Remakes sind. Das ist korrekt. Marcel Leimann, das ist auch, was ich gehört habe, und ich habe ja ein Video darüber gemacht. Also von den 5 Resi Games, habe ich gehört, sind 4 Remakes.
Das eine ist Resident Evil 9. So. So. Kurzer Prozess. Bevor der mir wieder am Arsch klebt. Ich vergesse den immer. Gut, dass ich ihn jetzt erwischt habe, weil so ein Mistvieh. Black Sabbath, danke schön für die 3 Euro Superchat. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke, mein Lieber. Du bist heute ja ganz schön Spendierhosen an. Vielen lieben Dank. So, jetzt hoffe ich nur. Aber ist noch einer da? Oder zwei? Ja, gut, dass wir geschossen haben. Hat uns zwar jetzt einiges gekostet, aber ich glaube, das war's wert. Was für Mistviecher, aber cool schauen sie aus. Alla, weiß man eigentlich was über das Dino Crisis Remake? Raptus Time, soweit meine Quellen mir berichtet haben, ist nichts in Entwicklung in der Richtung. Leider. Sonst hätte ich schon ein Video dazu gemacht. Immer wenn ich sowas erfahre und das Go bekomme von den Quellen, mache ich eigentlich sehr schnell. Oh, das war sehr schön. Sehr schnell ein Video dazu. Sofern es nicht zu heikel ist. Also man will ja auch keinen Ärger bekommen. Versuch mich da immer gewählt auszudrücken. Wait. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie. Black Sabbath, danke dir nochmal für die 3 Euro Superchat. Andi, glaubst du, wenn wir ein Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered, wenn sich das gut verkauft, dass wir ein Resident Evil 1, 2, 3 Remastered bekommen? Ich glaube nicht, dass das miteinander gekoppelt ist, weil sie ja unterschiedliche Firmen sind. Aruru, was stört dich an Leon und Jill? Die gab es in der Kombination noch nicht, wäre sehr interessant. Hallo Thomas! Ja, erste Stunde ist schon immer noch immer kein blaues Kraut, unfassbar, absolut Redneck-YouTuber. Andy, ich hatte neulich einen coolen Traum. Ich hatte die Box Edition von Code Veronica Remake, eine Figur von Chris und Claire war dabei und ein coole Gunfight-Pose. Vielleicht bekommen wir das ja auch. Mit den goldenen Lugern. Halt, wir brauchen hier. Was werden wir jetzt hier drin haben? Mein Fahrband? Ein Erste-Hilfe-Spray, was tatsächlich nicht mal unnütz ist. Muss ich so sagen. Ist jetzt wirklich was, was wir auch brauchen können. Armin Mesic, hallo! Servus! Was, Resident Evil 9 hat nichts mehr mit Resident Evil 8 zu tun, genau. Die Story ist mit Village und Rose DLC abgeschlossen. Teil 9 wird was Neues, anscheinend wird man Leon spielen wieder. Genau, also das ist auch, was ich gehört habe, oder was die Entwickler ja ganz offen kommuniziert haben, nicht nur, was ich gehört habe. Sie haben gesagt, mit dem Rose DLC ist das alles abgeschlossen. Erste-Hilfe-Spray zieht Wertung runter. Also ich würde das nicht nehmen, aha. Kannst mich mal, Panda. So, hier haben wir die Resident Evil 1 Labor-Musik. Sehr gut, noch mehr. Warum hing ich jetzt in der Wand? Nehmen wir gleich mit zum Speichern. Und holen uns die Magnum. Wir wissen ja nicht, was für ein Mistvieh kommt. Ja, komm, nehmen wir noch eins. Hoffentlich gehen wir jetzt nicht drauf wegen dem G-Drecksvieh. Könnte passieren, ne? Die Slasher-Emotes sind fantastisch. Danke dir.
Ha, erwischt. Mistvieh. Ich bin so froh, dass hier nur einer ist. Warum auch immer nur einer hier ist. Hab heute Code Veronica durch zum 40. Mal. Boah, da hast du das öfter durch als ich, Black Sabbath. Das ist cool. Andi, wirst du eigentlich privat Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 Rebirth zocken? Ich freue mich schon riesig auf das Game. Ich werde es definitiv privat zocken. So, warte mal. Wir brauchen noch die Magnum. Und wir nehmen mal ein Spray mit, hätte ich gesagt. Okay. Also wir sind schon halbwegs gut aufgestellt für den Bosskampf. First Aid Sprays sind eine Erfindung von Umbrella. Ich würde denen auch nicht trauen. Kein Wunder, dass du vergiftet bist. Aha. Wäre interessant, wenn die Story etwas romantisch wird und Claire und Leon zusammenkommen. Ich fände das furchtbar. Ah, fuck. Wenn ich jetzt sterbe, wäre mir gespeichert. Ja, war klar. Kennst du eigentlich die Ebola-Reihe? Habe ich tatsächlich auf dem PC, ich habe die aber nie gespielt. Ich habe es in meiner Steam-Library im Pile of Shame. Nee, ich muss sagen, ich fände es furchtbar, wenn die Charaktere zu... Ich will bloß nicht, dass Resident Evil zu so einer Art romantischer Seifenoper wird. Das war schon okay, mal mit Steve und Claire einmal zu haben, aber ich will Gott bloß nicht... Stellt euch mal vor, wie furchtbar das wäre. Irgendwelcher Beziehungstalk... So, Resident Evil 6 Gameplay, während sie schießen. Piu, piu. Got your back, honey. Piu, 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 piu. Oh Gott, ich würde durchdrehen. Knallibär, vielen lieben Dank für deinen Follow. Willkommen in der Zombie-Horde. Willkommen bei Screenfire. Schön, dass du da bist. Ja, da lang. Pile of Shame wird angeführt von Demon Us. Mike, du willst mir jetzt nur ein schlechtes Gewissen machen. Und zu Recht wahrscheinlich, ja. Okay, der Pile of Shame wächst, ja. Hurricane! Ja, ich glaube, wir würden alle ein... Ach, jetzt verpiss dich doch, du Mistvieh. Doch, nein. Schaffen wir es durch die Tür? Nein. Ah, jetzt krieg ich es nicht mehr hin, ey. Jetzt krieg ich es echt nicht mehr hin. Wir müssen ja nur... Ich weiß nicht, warum ich es nicht mehr hinkriege. Vorne, ohne Probleme. Hoffe, du machst mal den Resi 3 Original Randomizer Run. Armin, das, wenn wir jetzt heute durchkommen würden, was ich noch immer hoffe, was noch immer möglich ist, sofern nicht irgendwas Krasses passiert, wir sind ja schon ziemlich weit. Aber gerade wenn es so weitergeht, sehe ich es dann nicht. Also es ist noch immer so... So, jetzt aber. Dann, ja. Er braucht kein Nemesis, ist ein kleiner, fieser G-Parasit, erfüllt die Rolle schon bestens. Ja, James. Genau, also Resident Evil 3 nächsten Sonntag, wenn es sich ausgeht. Wenn nichts dagegen spricht. Das kann ja so laufen wie bei Mr. und Mrs. Smith. Oh Gott, ja, das fände ich grauenhaft. Oh. Das wäre für mich der absolute Albtraum. Ich wollte gerade sagen, hier waren noch unsichtbare Superzombies, aber das war Mortal Knight. Willst du mich verarschen, ihr? Es ist euer Scheiß ernst. Okay. Okay. Meine Fresse.
Andy mit Anka und den Kids im Resi-Universum, Gottes Willen. So, you've made it this far. Not bad, girl. But I'm not letting anyone leave my town. Aber schon nice, wie breit gefächert Resi inzwischen ist. Es gibt die Remix, aber auch die neuen Teile spannende Zeiten. Das definitiv. Ja, Chimeras geben einen Dreck auf MP-Treffer. Wie hat das Capcom eigentlich hinbekommen, Resi 4 auf PS2 trotz Nintendo-Deal zu veröffentlichen? Zero kam erst 2016 raus, indem sie einfach die Vertragsstrafe gezahlt haben und drauf geschissen haben. Und darum ist ja auch Shinji Mikami gegangen. Aber Marcel, die Nebengeschichte von bei Claire und bei Steve dient ja auch nur der Story, ne? Um die Beziehung, weil sie zwei Fremde sind, um das ein bisschen eine Dynamik reinzubringen. Bei etablierten Charakteren, ja, wir haben noch diese Ada-Leon-Geschichte, die ja auch eher, bin da kein Fan davon. Ich finde, sowas hat im Universum aus meiner Sicht, es wirkt einfach nur, es würde mich für mich sehr konstruiert wirken. Aber es ist nur meine Meinung. Andy, ist das Kind immer noch nicht da? Habe das Gefühl, es sind schon 3 Jahre vergangen, als du angekündigt hast, ihr habt ein Baby. Wir haben das im Dezember angekündigt. Das ist vor 3 Monaten. Das, also wenn du Sophia meinst, das war vor 2,5 Jahren. Das habe ich vor 3 Jahren angekündigt. Aber sie ist schon das Nächste da. Lieber Claire und Leon als Jill und Chris? Wie wär's denn mit Chris und Claire? Incest is Wincest. Momo, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen in der Zombie-Horde. Willkommen bei Screenfire. Oh, warum ist hier so eine furchtbare Musik? Na, Marcel, wenn du das so gerne hättest, wer bin ich? Da, also, ist ja vollkommen fein. Ah, doch, ja. Okay. So. Geh weg. Okay, kann ich die Leiter schon aktivieren? Ja. Und Sherry holen. Und das haben wir sogar geschafft. Ohne das Heilspray zu benutzen. Sehr gut. Jetzt sollten wir auf jeden Fall speichern. Crossbreed! Dankeschön für deinen Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke für 37 Jahre. 37. Fuck. Warum sind hier lauter Viecher? 37 Jahre Unterstützung. Was ist 37 Monate Unterstützung? Oh, kann ich nicht einfach ein verschissenes blaues Kraut irgendwo herbekommen? Bitte. 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 Das war White Out of Umbrella Chronicles. Ja, es war nur so laut in meinem Ohr, der Cleon. Darum. Claire, es war nur so laut. Jetzt kommen wenigstens in ein Areal, wo blaue Kräuter normalerweise auftauchen sollten. Ja, hoffen wir es. Hoffen wir es. Ja, komm, hör auf zu sabbeln und geh. Don't worry, I'll protect you. I promise. But you have to make
Mich stört ein bisschen die Musik während den Cutscenes, muss ich sagen. Man versteht dann kaum, was sie sagen. Bevor jetzt das Risiko ist, dass es... Dan Go! Vielen lieben Dank für die 1 Euro Superchat. Dankeschön. Danke dir. So, wir müssen speichern, einfach nur aus Prinzip. Resident Evil im Mittelalter. Dazu hatte ich mich tatsächlich schon mal geäußert. Fände ich keine gute Idee, weil ich glaube, Resident Evil Schusswaffen sind äußerst wichtig. Und ja, gab es bedingt im Mittelalter. Aber ich glaube, Resident Evil in Western könnte besser funktionieren. Aber im Mittelalter glaube ich jetzt tatsächlich nicht so. So. Genau, Mephisto, ich dachte auch schon an die Kanalisation mit den blauen Blumenkübeln, dass da was sein könnte. War ja mit Leon auch so, meine ich. Wenn ich mich recht entsinne. Aber gucken wir mal. Gibt's eigentlich ein Tremors-Spiel? Ich glaube nicht, Mike. Ich glaube nicht. Verpiss dich doch einfach, du blödes... Ja, ist okay. Verpiss dich. Keiner kann dich leiden. Niemand mag dich. Und dein Vater ist tot. Ah. So. Komm, Sherry. Keiner kann dich auch leiden, aber... Komm. Andi, was hältst du denn mal von einem Ranking-Video der 10 oder 20 besten Resident Evil Sounds, Song-Soundtracks? Kann man machen, aber ich glaube, das wäre für die wenigsten wahrscheinlich so interessant. Also... Ja, könnte man machen. Ich erinnere mich, ich habe bei Games.de damals ein Video zu Resident Evil Soundtracks gemacht und es haben nicht so viele geklickt, meine ich. Also war das Interesse nicht so riesig. Dengo, da ist nochmal dein Alert. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Kommt immer ein bisschen verspätet, aber ist halt so. Resident Evil in der Kreidezeit mit Dinosauriern. Ja, genau. Hallo, Albert Wesker. Kommt jetzt nicht der Heino? Schade, dass Lady Dimitrescu wahrscheinlich nicht mehr auftaucht. Fand sie mal wieder eine charismatische Gegenspielerin. Ich muss sagen, ich fand sie schon okay, aber auch ein bisschen overhyped. Ich glaube, das war einfach nur, weil große Frau... Was? Andi Schulungssprüche? Welchen meinst du? Jetzt weiß ich gar nicht, was du meinst, sag mal. Ich hab... Oh, Entschuldigung, ich hab dein Wassermarsch über... Ich hab's nicht gesehen, es tut mir leid. MC, hier, für dich Wassermarsch. Ah, Teemarsch. Kriegen wir jetzt die blauen Kräuter? Werden wir den Fluch los? Hier liegen welche, bitte lass es welche sein. Bitte, bitte. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So viel Glück kann ich nicht haben. Nee, natürlich nicht. Ach. Das Spiel mobbt mich. Magnum! Ja, schön. Ich hätte einfach mal gerne blaue Kräuter. Schauen wir gleich mal runter, was da liegt. Wahrscheinlich ist es... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben das blaue Kraut! Wir haben das blaue Kraut! Ha! Juhu! Wir haben das... Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Oh! Ich glaube, ich krieg einen Affen. Oh mein Gott! Gleich speichern. Sofort speichern. Überhaupt keine Diskussion. Hashtag no blue herb. Ja, genau. Oh, okay. Passt. Wir sind zwar ein bisschen angeschlagen, aber hey. Checken wir mal, was da unten ist. Ob es sich lohnt oder ob da 10 Nemesis sind.
Okay, das ist ein Ding. Also wenn sich's nicht lohnt. Vielleicht hier noch irgendwas? Aber ich glaube nicht. Nee. Jetzt haben wir keine Vergiftung mehr. Oh. In 13 Minuten gibt es eine Vergiftung. Aha. Jetzt kommen Ibis und Spinnen wahrscheinlich, ja. Okay, wegen. Ich kann gleich den Speicherstand nochmal laden, weil ich brauche hier nicht wegen zwei. Meine Munition verschwenden wegen zwei Ink Ribbons. Ja. Wir laden einfach neu. Weil wegen zwei Ink Ribbons so viel und 400 erschießen. Nee, danke. Resi auf einer abgelegenen Insel wäre doch was. Claire strandet dort und da ist das klassische Zombie-Virus ausgebrochen. Am Ende Labor, Selbstzerstörung. Harry kennt das, ist Code Veronica, 1:1. 1:1. Ist das Code Veronica. T-Virus bricht auf einer Insel aus, wo Claire quasi entführt hin wurde. Code Veronica. Das ist die Story von Code Veronica. So. Okay. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber wir hätten gleich das Ding hier mitnehmen sollen. Das war vielleicht ein Fehler, aber ist egal. Ich beschwere mich über gar nichts mehr. Ich bin einfach nur happy. Kamen wir von hier? Nein, kamen wir nicht. Reicht uns das? Ja, das reicht uns. Go! Was am Arsch? Entschuldigt. Hatte ich doch eingelöst. Aber dann noch eins. Leon! What happened? You're bleeding. I ran into this woman who is in trouble. Ich bin froh, dass wir so viele Farbbänder hatten, Redneck. Ada. Right after that, someone tried to kill me. Da freut sich der Andi. Ja, PD Games. Ohne Vergiftung ist Fahrt. Wow. Ja, ihr wollt mich nur leiden sehen. Wäre ja schade und ärgerlich, wenn Andi wieder vergiftet wird. Aha. General Dominic, ja. Ada. Andi, wie fandest du den Soundtrack von Resi 1 Dualshock-Version? Hast du... Oh Gott, furchtbar. Furchtbar. Der ruiniert das ganze Spiel. DelfineGirl87, vielen lieben Dank für deinen Follow. Willkommen in der Zombie-Horde und willkommen bei Screenfire. So, mal schauen, was die haben. Munition ist okay. Blaues Kraut. Die Handgun. Naja, es sind 15 Schuss. Oh, und es sind Krähen da. Krähen sind mir lieber als Licker. Ich weiß, zwei Krähen sind voll okay. Mit Leon waren da lauter Licker. Drei Licker, glaube ich. Ich sollte nichts sagen. Ich sollte einfach die Schnauze halten. Ach. Dennis, hau rein. Schön, dass du da warst. Schönen Abend dir noch. Resi 9, der Nachfolger von Resi 4. Leon, weiter mit Ashley. Oh Gott. Kann man in Resident Evil 3 auch vergiftet werden? Ja, ich meine schon. Will nur wissen, wie viele Sonntage ich für den Stream einplanen muss. Ja klar, es gibt Spinnen, es gibt Schlangen. How did you? We don't have time for that. Sherry is lost somewhere in the sewer system. Alden, die wollte Licker, bekam Licker, ja. What? I told her to go to the police building. Why is she here? Wir sind 199 Zuschauer auf YouTube. Kommt, noch einer, 200! 200! Und auf Twitch 63, also 263 insgesamt. Okay, jetzt hat er abgesprungen, 262. Aber schön, dass ihr alle da seid. Unterwasserkrähen, ja genau. So, jetzt da sind jetzt wahrscheinlich blaue Kräuter. Ich hätte mir
Ja. Ich hätte mir taktisch das blaue Kraut in die Truhe legen sollen und versuchen, hierher zu kommen. Das wäre klüger gewesen. Aber ich war nicht klug, ich war gierig. Ich war einfach nur so dankbar. Genau, wisst ihr, jetzt kommen wir zur einzigen Stelle hin, wo blaue Kräuter einfach rumliegen. Prinzipiell. Und da bin ich natürlich nicht vergiftet. Weil vergiftet werde ich erst dann wieder, wenn es notwendig ist. Ich glaube, wir müssen nochmal zur Truhe, weil da habe ich noch, oh ja, ja, warte mal, was haben wir da noch? Da liegt doch noch eine. Ja, das brauchen wir nicht. Aber das nehmen wir mit. Truhe wäre jetzt nice. $203 auf YouTube, alles wieder im Lot. Sehr gut. So, den Krokomann. Dann nehmen wir doch die da, die lege ich sowieso gleich wieder rein. Wahrscheinlich ist es jetzt voll die krasse Super Magnum. Ich glaube, das ist die Waffe aus Resident Evil 1 Director's Cut von Jill oder Chris. Wobei, Chris findet ja die von Jill, also. Warum ist eigentlich Chris ohne... Kommt hier kein Alligator? Nee, den haben wir ja schon besiegt. Habe ich jetzt die Brücke wieder hochgetan? Oder habe ich es vergessen? Mir fällt gerade auf, wo ist eigentlich... Wo sind die... Na, ich habe es vergessen. Ich Idiot. Darum kam jetzt auch nichts. Oder? Na, wobei muss ich ja trotzdem kommen normal. Das war einfach doof von mir. Egal. Hab leider nur Resi 1 Dualshock, wollte unbedingt in TSC haben und dachte, ich habe einen Mega-Deal. Naja, die normale Director's Cut-Version ist ja super. Aber die Dualshock-Version des Director's Cut ist halt kacke. Leider. Und das ist auch die, die bei PS3 online war und irgendwie immer gefühlt die Version, die sie hochladen. Wobei nicht auf PS5, da war es, glaube ich, die normale. Wir müssen nur zur Truhe, weil dann könnte ich eine Rot-Grün-Mischung machen. Ja, wie damals im Speedrun, Sega, ich musste genau dran denken. Das passiert. Aber live ist es ja echt gut gegangen. Kommt beim B-Szenario nicht das Kroko? Huh. So, jetzt müssten beide Münzen oben liegen oder ich weiß nicht was. Nein. Machen wir mal so und nehmen den mit. Wir haben, oder liegen die Münzen, habe ich die im Ding drin. Alle guten Dinge sind 3. Andi Wassermarsch, Blackberry, Dankeschön für die 5,99 Superchat. Dankeschön. Wassermarsch. So. Wie würdest du mir empfehlen, Code Veronica zu spielen? Hab zurzeit die Xbox 360-Version und die Steuerung ist einfach nur grausam. Ist die PS2-Version besser oder wie spielst du es? Die Steuerung ist eigentlich nicht grausam von der Xbox 360-Fassung. Ist die ganz klassische Steuerung. Man muss sich halt nur ein bisschen reinfuchsen. Ne? Aber prinzipiell geht es schon. Ich würde es allerdings auf der Series X spielen. Willst du mich verarschen? Ich würde es auf der Series X spielen, weil es abwärtskompatibel ist. Ist, glaube ich, die beste Möglichkeit aktuell zu spielen. So. Ich glaube aber, wir haben ein Problem. Mal da lang. Kam ich von da? Wir kamen von da. Wir müssen. Wahrscheinlich müssen wir hier lang. Weil wir haben die 2 Münzen nicht.
Ja, genau. Da sind sie jetzt wahrscheinlich dabei, nehme ich an. Müssen sie ja. Ja, komm. Da kann ich noch eine kassieren. Den lassen wir auch da. Noch eine Handgun? Okay. Jetzt müssen es aber die Münzen sein. Hä? Okay, wir haben eine Münze. Dann liegt da unten wahrscheinlich die andere. Muss ja. Muss ja. Halt. Okay. MG reicht. Jetzt müssten wir den noch wegschieben. Da muss die zweite Münze liegen, oder sonst haben wir ein Problem. Kennst du die Resident Evil Mangas, Andi? Davon sollte es Spiele geben. Ich hab die sogar... Ah, halt, ich brauch Feuerzeug. Ich hab die sogar, die Mangas. Ein paar, also nicht alle. Aber ich hab sie nie gelesen, weil sie sind auch verschweißt. Ich bin's immer nur so gewohnt, weil Leon ja das Feuerzeug hat. Pfeile? Pfeile sind ja schön und gut. Oh, stellt euch vor, hier drin wären jetzt lauter Ivys. Und wir müssen ja hier weiter. Black! Dankeschön für die 1 Euro Superchat. Dankeschön. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Und Blackberry ist auch nochmal mit 95. Die erlöst sind ein bisschen von der Zeit. Okay, uns fehlt jetzt die andere Münze. Hier ist nichts mehr. Ja, Sergej, sieht definitiv besser aus als auf der Polizeistation. Aber... trotzdem... ein bisschen doof, sag ich mal. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Warte mal, man kann hier noch lang. Da, ah, okay. Ja, da müssen wir jetzt versuchen durchzukommen. Okay. Es muss ja irgendwo sein. Ich glaube, das ist das Problem. Wir müssen das hier alles abgehen. Ah, shit. Kann man hier mit Claire überhaupt hin? Ich glaube, nein, gell? Und theoretisch... warte mal, hier müsste sie jetzt liegen. Das müsste sie sein. Nein, auch nicht! Was zur Hölle? Okay. Ja, ich bin auf dem Weg in die Zellen, aber... hier müsste eigentlich dicht sein. Hoffentlich komme ich dann wieder zurück. Ja, jetzt ist offen.
Verstehe ich nicht. Absolut unverständlich. Uns fehlt eine... Hallo Frigo! Vielleicht ist die Münze im Wasser bei den Krähen oder Lickern. Ne, im Wasser liegt die ja nicht einfach. Ist da nicht im Wasser, wo das Krokodil ist, noch ein Item? Nee. Oder? Ist da noch ein Item? Weiß das jemand? Kann das jemand bestätigen oder verneinen? Ich überlege gerade noch. Na, wir sind nicht vergiftet. Insofern können wir in Ruhe uns überall umschauen, aber... Da drin haben wir alles. Schauen wir nochmal hier rein. Ja, natürlich müssen wir nicht graben. Ja, da haben wir auch alles abgesucht. Okay, der Raum ist clear. Ich glaube, da ist noch ein Item beim Krokodil. Ja, warte mal, schauen nochmal weiter kurz. Albert, Poizuzuk Wesker, vielen lieben Dank für deinen Raid. Was habt ihr gespielt, was habt ihr gemacht, was habt ihr getrieben? Willkommen. Schön, dass du da bist. In den Speicherräumen in der Kanalisation, der rote kleine Schrank und die schwarze Tasche hinten haben noch einen. Das könnte sein, ja. Da hast du nicht ganz unrecht. Okay, wir haben noch ein Kraut rausgeschlagen. Leichenhalle haben wir jetzt auch, da war noch ein grünes Kraut. Jetzt wird der Deckel zu sein. Parkdeck-Auffahrt haben wir schon, da war ja die MG-Munition. Anke hat mir Erdbeeren in weißer Schokolade gebracht. Mit geschmolzener. Das ist so geil. Oh. Oh, das ist gut. Ich muss jetzt noch aufpassen, weil es ist leicht, eine leicht barzige Angelegenheit, dass ich mich nicht voll kleckere. Okay, also hier haben wir alles durch. Dankeschön. So. Aber sowas von Glas Whisky. Anka ist eh die absolute Traumfrau. Ah, entschuldigt. So. Jetzt müssen wir nur runter an dem Licker vorbei, aber das sollten wir ja schaffen. Oh, was für ein Mistvieh. Komm.
Und wir kriegen wieder nichts. Anzeige ist raus. Ja, tut mir leid, Sebastian Fuchs. danke schön für die guten Appetitswünsche. So, ich zerbreche mir nur gerade meinen Schädel, wo was sein könnte. Also der andere Speicherraum müsste noch was haben, ne? Also hier haben wir definitiv nichts mehr. Also gehen wir rüber. Danke, Anke. Zurück zu Lück. Ja, genau. Aruro schreibt, hab nur noch Weingummi da und wenn ich Süßes will, muss ich mir meinen Spezialapfelkuchen backen. Also bitte nicht von Süßen reden. Sorry! Ein blaues Kraut! Dazu sage ich niemals nein. Okay. Und wo noch? In den Schränken? Nee. Na, ein grünes Kraut, dazu sage ich tendenziell auch nicht nein, aber... Wo könnte noch was sein? Oh Gott, ein blaues Kraut in der Kiste zu haben, fühlt sich so gut an. Es fühlt sich einfach so richtig an. Für euch wahrscheinlich, ihr denkt euch wahrscheinlich, langweilig. Okay. Da war doch gerade der kleine rote Schrank. Was, in einem anderen Raum? Ehrlich? Habe ich den übersehen? Rennen wir nochmal hin. Der braune Schrank. Was, braun oder rot? Ach, das ist doch kein Schrank. Das ist, da ist die Münze. Jawohl, ich hätte ihn nie gefunden. Nie. Das ist ein Schrank, das sieht für mich aus wie ein Nachtkästchen. Keine Ahnung. Aber ja, wir haben sie, wir haben es geschafft. Dankeschön für eure Hilfe. So. Damit sind wir durch und wir können... Aber ich habe Sherry gar nicht. Damit skippen wir den Alligator-Fight. Interessant. Ist sie dann einfach da? So. Und wisst ihr was? Ich bin so dankbar, dass wir ein blaues Kraut haben. Wirklich. So unendlich dankbar. Was hättest du jetzt gemacht, wenn Nemesis die Münze gehabt hat? Ich glaube, Nemesis droppt hier nichts. Insofern wäre es Gott sei Dank unwahrscheinlich gewesen. Aber ja, schlecht für mich, ne? Ich bin ehrlich mit euch, ich will heute hier noch durchkommen. Ich will nächsten Sonntag mit Resident Evil 3 anfangen. Darum habe ich vorhin zu Anker... Ich meine, es ist auch eigentlich möglich, das noch durchzuschaffen. Darum habe ich zu Anker nämlich vorhin auch gesagt, es kann ein bisschen länger dauern. Dann überziehen wir heute vielleicht. Du hast den Alligator mit Leon im A-Szenario gekillt, deswegen ist er nicht da. Ach so. Ja, schau, ich habe so lange dieses B-Szenario nicht gespielt. Ich spiele irgendwie nur noch das A-Szenario von Leon. Aber sowas dachte ich mir schon, Engerkiller. Sowas dachte ich mir schon. Dass es wahrscheinlich daran liegt. Aber ich wusste jetzt nicht 100%. Weil es halt ein Randomizer ist. Sherry ist vergiftet, Sherry ist doch weg. Willst du mich verarschen? Drei Nemesises? Drei Nemesises? Drei in dem Gang hier. Alter! Ich habe jetzt gerade gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Drei! Wenn die jetzt hinterherkommen, ich schwör's. Was macht eigentlich Anka ganze Zeit so, während du zockst? Die schaut sich oben, glaube ich, was auf Netflix an und wartet auf mich. Und dass wir dann noch zusammen weiterschauen. Did your mom give you something called G-Virus? Hm.
before. Are you absolutely sure? If you give it to me, I'll hold on to it for safekeeping. But I really don't have anything. Nimm es, Success. So, Hahn, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen in der Zombie-Horde. Willkommen bei Screenfire. So, wir wissen ja, dass hier was liegt. Hier ist der Panel Key, interessant. Hier hat mich beim letzten Mal, glaube ich, Nemesis verfolgt. Nein. Ein Ink Ribbon statt der Spark Shot. Finde ich fair, not. Das hasse ich so sehr. Wie konnten die nur denken, dass es eine gute Idee ist? Es geht doch jedem auf den Sack, wenn sich Sherry hinsetzt. Zoran, danke dir für dein Lob. Freut mich, dass dir die Videos gefallen. Dankeschön. Heilspray nehme ich sehr gerne an. Der Granatwerfer, ja danke. Halle fucking Luja, wirklich. Ah, natürlich, jetzt muss... Ah! Weißt du was? Hey! Wirklich, lass mich von euch nicht mobben. Ihr Scheißkrähen. Und natürlich muss Cherry bei den Krähen sich hinsetzen. Hast du alle Teile von Resident Evil, alle 30 so an, oder meinst du die Hauptteile? Sherry, wait here. I'm going to check it out by myself. Ja, check it out. Okay. I'll wait here, but hurry back. Ja. Oh, noch ein blaues Kraut. Heute ist ja Weihnachten. Heute ist Weihnachten. Und noch ein grünes. Ja, warte, ich heb mir gleich alle auf. Aber das Grüne können wir eigentlich gleich nehmen, essen, wie auch immer. Jetzt haben wir zwei blaue Kräuter. Zwei. Wisst ihr, wenn es ein bisschen fairer verteilt worden wäre. Nur so ein bisschen. Ich verlange ja schon nicht viel, aber ein bisschen fairer verteilt. Original oder Remake? Was ist lieber? Original. Tatsächlich das Original. Warte mal, das Ding können wir wieder reinlegen. Ich muss nur kurz überlegen. Jetzt heben wir noch das Zeug auf. Oh ja, es geht ab hier. Richtig. Wird man richtig versorgt mit Dingen. MG-Munition. Sag mal, also. Wir sind nicht vergiftet, wir sind geheilt. Wir. Das ist ja wunderschön. Warum konnte es am Anfang nicht so leicht sein? Warum hat mir das Spiel am Anfang so in die Eier getreten und gesagt, du liegst? Genau, jetzt kann Sherry sich hinsetzen. Sherry, wait here, because you gehst mir am Arsch. Ja, genau. Andi, müsstest du nicht etwas seltsames Gefühl verspüren, wenn du jetzt häufig blaue Kräuter findest als zuvor? Meinst du nicht, dass da irgendwann was im Busch ist? Naja, es ist ja ein Randomizer. Warte mal, jetzt haben wir gespeichert. Jetzt kann ich schauen, ob das reicht. Ja, es reicht. Sehr gut. Hätte gerne einen Outbreak Fall 3 gehabt. Gab ja noch Content, was bei 1 und 2 nicht freigeschaltet wurde. Ja, laut Allison Court, die ja da als Synchronregisseurin mit tätig war, war ja Fall 3 so gut wie fertig. Hätte ich den Schlüssel da nicht gleich reinstecken können, aber dann wäre vielleicht da Zeug gewesen.
Ah, jetzt kommt sich ein Nemesis hier. Ich weiß es. Ja, ich wusste es. Oh. Ja, er musste mir eine batschen. Dafür haben wir nochmal eine Rot-Grün-Mischung bekommen, was okay ist. Sollten wir nochmal speichern? Wahrscheinlich schon, oder? Wir hätten eigentlich das gleich aktivieren können. Wir hatten ja schon den Schlüssel. Hätten wir gleich machen können. War ein bisschen dumm. Let's go. Okay. Machen wir das da. Ha, bin mir ein bisschen unschlüssig. Ich will ein bisschen die Sachen leer schießen, die wir, wo wir viel haben. Schwierig. Ich soll es nicht riskieren. Ich soll es jetzt nicht riskieren. Keine Spielchen. Im Zug kommt das Krokodil, ja genau, das wär's. Eigentlich dürfte Nemesis Claire nicht angreifen. Eigentlich nicht, ne. Wobei, wenn sie weiß, dass Chris ihr Bruder ist, der Stars ist, dann vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann man so oder so lesen. Andi, hast du schon einen Plan, was Mittwoch gespielt wird? Noch nicht zu 100%, nein. Dein Vater war's. Sei froh, dass es nicht deine Mutter war. Don't worry. Just wait here. I'll go and see what it was. So, jetzt schauen wir erstmal. Ja, genau. Da war ein komisches Geräusch von einem Monster. Ich schau mal nach, was es war. Okay, das können wir mitnehmen. Ja, ich weiß ja. So. Jetzt müsste der hinten stehen. Ja, genau. Den habe ich lange nicht mehr. Ich habe lange das B-Szenario, wie gesagt, nicht mehr gespielt. Ich wurde so lange nicht mehr, dass ich das jetzt auch nicht mehr wusste. Alter Schwede, steh auf, Claire! So. Los! War jetzt tot? Ja, genau, warte ab. Okay.
Gut, damit wir noch ein bisschen was für die Ivys haben, wenn da was auftaucht. Ich wollte jetzt nicht alle meine Dinger da verhauen. Ah, Gott. Er sieht super schick aus, definitiv. Wir sind bei 233 Zuschauern auf YouTube und 63 Zuschauer auf Twitch. Wow, fast 300 Zuschauer, holy shit. Mal schauen, ob wir die 300 noch knacken. Ja, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, auf YouTube und es noch nicht getan habt, klickt gerne auf den Like. Ah, schau, schon sind wir jetzt bei 228, hätte nichts sagen sollen. Ich hätte nichts über den Like-Button sagen sollen. Da kickt das Lampenfieber, ja. Naja, der höchste Stream, den wir je hatten, war bei einem Capcom-Event mit 950 Zuschauern. Also, die 1000 haben wir noch nicht geknackt. Aber das war auch eine Ausnahme. Das war wirklich eine Ausnahme. Aber ich freue mich auch, wenn 50 hier sind, wenn 100 hier sind. Also, mich freut's generell. Willst du mich verarschen? Spiel. Ernsthaft. Verpisst euch. Ernsthaft. Wirklich. Ernst. Fick dich, Spiel. Wirklich. Wirklich. Wirklich, wirklich. Ich komm raus und es sind 5 Spinnen da. Alter Schwede. Ich krieg Stresshormone, krieg Pickel am Arsch, wirklich. Danke dir, Marcel, fürs Like. Generell danke für eure Unterstützung. Ja, wie gesagt, das ist. Ich krieg das ab und zu immer mal wieder in so Kommentaren vorgeworfen. Like-Bettlerei. Und ich denke mir, ja, das Problem ist, und ich verstehe es ja selber, man denkt da halt nicht dran. Und man merkt halt absolut den Unterschied. Ob man es erwähnt oder nicht. Darum, ich hoffe, ich gehe euch damit nicht auf den Sack. Ich nehme das mal sicherheitshalber mit, einfach nur so. Ja, besser als 5 Black Tiger. Wie war das? Erinnert ihr euch noch an Resident Evil 1 Randomizer, wo wir gespielt haben und beim Brunnen dann einfach die Black Tiger war? Und ich mir dachte, ja, fick dich, Spiel. Das hätte ich mir ein bisschen gehofft, dass es im Remake war. Ich fand den Abschnitt immer cool. Und hier haben wir den Ausschnitt, der im Thumbnail ist. Immerhin antworten bei dir welche im Chat, wenn du livestreamst. Ich muss auch sagen, das macht mir richtig viel Spaß, mit euch nebenbei zu labern. Also es ist für mich echt einer der wichtigsten Teile, die Interaktion. Weil wenn keine Interaktion da ist, so blöd das klingt, dann denke ich mir, dann kann ich auch für mich alleine spielen. Na, dann brauche ich nichts sagen oder offline. Fände ich ein bisschen schade. Logo schreibt, oh, 19.000 Abos hier auf YouTube, Andi, ein bisschen gewachsen. Ja, es geht voran. Also, ne, ich habe ja schon mal einen Kanal aufgebaut. Ich habe ja auch Games.de aufgebaut. Also, die LK hat da ja vorgelegt bis 10.000 und dann habe ich ja übernommen und man hat wirklich gemerkt, ab 20.000, 25.000 beginnt man viel schneller zu wachsen. Oh, wir haben die Karte. Sehr cool. Und Flammenwerferflüssigkeit, auch nice. Also es ist wirklich, es ist halt ein bisschen doof. Für die neu anfangen auf YouTube, muss man sich wirklich durchbeißen. Aber wenn man regelmäßig Content bringt, ist schon ein Unterschied da, speziell ab der 20.000. Und es wird dann natürlich immer höher. Aber man muss auch was tun. Das ist, bei YouTube ist es wichtig, jetzt unabhängig vom Stream, dass man wirklich regelmäßig halt Content bringt. Weil klar, sonst pusht einen natürlich YouTube nicht. Jochen Holzmann, vielen lieben Dank für die 2 Euro Superchat. Liebe Grüße aus Dertingen, schreibt er. Liebe Grüße nach Dertingen zurück. Danke dir. So, die Karte. Ja, lass mal nochmal hier. Schauen wir erstmal runter. Ich will nur wissen, welche Gegner unten sind. Habe Force Survivor in Resident Evil 2 gespielt.
habe jetzt alle Trophäen in Resident 2. Mir fehlen noch 3 oder 4 Trophäen in Resident 2. Das Carbon Footprint mit 14.000 Schritten. Alle Mr. Raccoons, alle Files gelesen und den Raum mit Sherry in 60 Sekunden beenden. Die 4 Trophies fehlen mir noch beim 2 Remake. Ja. So viel dazu. War da irgendein Gegenstand, irgendein Item, was ich mitnehmen muss? Oder ich muss da den Lift anschalten, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, das ist scheiße. Das ist wirklich mehr als scheiße. Aber wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. So. Wir müssen. Ja, man muss den Strom hinten anschalten. Genau, das dachte ich mir, James. Das ist mir auch... Armer Zombie. Ist nicht ein Resident Evil 1 Zombie? Das ist halt hardcore. Also es ist möglich. Boah. Wisst ihr, einer wäre hier schon hardcore. Aber 3. Jawohl. Da war nochmal der Alert. Vielen lieben Dank für den Superchat. Danke dir. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass wir das gerade geschafft haben. Oh mein Gott. Speichern. So dringend speichern. Das hätte auch, wenn die einen cornern, das hätte so böse ausgehen können. Wisst ihr, vorhin 3 Nemesis in den Gang, hier 3 Nemesis in den Gang. Warum immer 3? Warum 3 Nemesis? Ah. Wahnsinn. Es hat mich jetzt zwar einiges an Heilung gekostet, aber gut, dass wir es hatten. Stellt euch mal vor, wir wären ja auf Danger ohne Heilung. Das wäre echt. Das ist ein Moment, wo man sich wirklich in die Ecke spielen kann. Aber wirklich. Wo ist jetzt mein MG da? Okay. So, nochmal speichern. Andi wegen Resident Evil 3 Nemesis. Ja, was ist damit? Drei Nemesis in Kontrabass. Stell dir mal Mr. X im Remake vor. Am besten die Version mit dem Bossfight. Ja, genau. Du leckst mich doch. Aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben 2x3 Nemesis. Oh, das hört sich so dumm an. Auf engstem Raum gedodged. Besser kann es doch nicht laufen. Sub-Zero! Oh, warum ging der Alert nicht? Normal ist es der Hellraiser-Alert. Nicht schlecht, Herr Specht. Sperling. Danke dir, Sub-Zero, für 666 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, warum der Hellraiser-Alert nicht funktioniert. Aber vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön.
Und Torti hat einen Wassermaßstab, das habe ich ganz übersehen. Ah, vielen lieben Dank. Dankeschön. Aber du hast geschrieben, ich glaube, ich mache irgendwas falsch, nur ich weiß nicht, was. Auf der einen Seite wird mein Kanal zwar sehr oft abonniert, aber es ist kaum jemand aktiv und wenn ich nachfrage in einem separaten Video, kommen auch keine Antworten. Meinst du auf Twitch oder auf YouTube? Vielleicht kann ich dir einen Tipp geben. Scheiß Ivy. Ich überlege gerade, ob ich hier gleich nochmal speichere. Wahrscheinlich wäre es klug. Oh, Fuse Case, sehr gut. Okay. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Dann kriegen wir ein anderes Item, wenn wir das reinschieben. Das ist auch weird, die beide drin zu haben, oder? Sehr merkwürdig. Auf YouTube. Wie oft bringst du Videos und wie oft bringst du SEO-relevanten Content? Aber du hast gar... Also SEO-relevant im Sinne von... Keine Ahnung, neues Spiel wird angekündigt, Berichterstattung, Trailer-Analyse, sowas in die Richtung. Ich müsste mir deinen Kanal mal anschauen. Also, wie oft bringst du Videos? Hast du einen Link, dass man den Mod runterladen kann? Leider nicht, tut mir leid. Ich habe den selber bekommen quasi, fertig gemacht bekommen, aber ich habe da keinen Link dazu. Sonst würde ich ihn dir geben. So, warte mal. So, und dann speichern wir nochmal. Draußen machen wir die Ivy erstmal dann weg. Warte mal. So. Also in letzter Zeit streame ich fast jeden Tag, sowohl auf YouTube als auch Twitch. Albert Wesker, wie oft machst du Videos? Nicht Streams, Videos. Black Sabbath! Schönen Abend noch im Chat. Andi, bist der Beste. Danke dir für deinen 2 Euro Superchat. Dankeschön. Generell danke für deinen unglaublichen Support. Vielen lieben Dank. Mach doch erst die Albe weg, dann speichern. Ich habe Angst, dass ich vergiftet werde. Ja, ich kann mal wieder reinholen. Können noch mehr, ich weiß halt nicht, kommen jetzt Ivys oder kommen... Ich weiß halt nicht, was für Gegner kommen, das ist das Problem. Ja, wir haben beide dabei, egal. Genau, einfach Byron bei Google eingeben, wie der Enger Killer schon schreibt. Das sollte die beste Lösung sein. Ja, zu spät, Totti. Er hat es aber recht mit dem, was du gesagt hast. Ich bin ein bisschen Schisser geworden, gebe ich zu. Ah, und ich habe die Karte vergessen. Wir brauchen die rote Biohazard-Karte, die Umbrella-Karte. So, warte. Wir machen heute Überstunden, meine Lieben. Weil wir spielen das Spiel durch. Ha. Was nehme ich denn jetzt mit? Ach komm, machen wir es so. Dann habe ich noch ein bisschen Platz. Notfalls kann ich die auch mit dem Granatwerfer weglatzen. Raisin oder Rasenlos gesubbt? Es ist kein Alert, aber wenn du gesubbt hast, vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Vielen lieben Dank, mein Lieber, für die Unterstützung. Und Pyrus, hallo! Schön, dass du da bist. Überstunden, was bekommen wir dafür? Ich mach das ja für euch selbst aufopferungsvoll. Warte mal, hier können wir uns einloggen. Wir haben ja mit Leon extra das hinterlegt. Machen wir gleich alles. Aber erst will ich die Fuse hier einsetzen. Bin schon länger bei dir, Sub. Hab bei Albert Wesker LP auf YouTube gesubbt. Ah, okay, verstehe. Warte mal, wollte nur Wesker seine Frage. Zuvor habe ich fast jeden Tag ein normales Let's Play Video hochgeladen. Etwas später auf zeitlichen Gründen nur noch 2 Videos pro Woche. Und in den letzten Zeit aus stressigen Gründen, da ich mich um meine Mom gesundheitlich kümmern muss, kommen meist nur noch Livestreams am Abend.
Es ist schwierig, ich verstehe es, ja, Let's Plays, aber damit wird man... Es ist schwierig, alleine damit auf YouTube noch was zu reißen, sag ich mal. Wirklich ein Erfolg, du musst halt wirklich Videos machen, wo du eine Meinung zu irgendwas hast, wenn du weißt, was ich meine. Also, Analysevideos, Reaction-Videos, Meta-Videos über irgendwas, sowas in die Richtung. Und da werden dann, wenn es SEO-relevant ist, die Leute auf dich aufmerksam. Und ich empfehle, mindestens 2-3 Videos die Woche zu machen. Am besten jeden Tag, klar. Und eigentlich müsste ich auch YouTube-Shorts machen und... Ah, Pistolenmunition. Und den Kio, dann haben wir ja echt schon gut was. So, was mit Akte X Redneck? Akte X war damals cool, außer die neuesten Folgen, die waren nicht mehr das gleiche, eher auf lustig getrimmt. Akte X war bis zur 6. Staffel geil, würde ich sagen. Ah, ich muss unten erst registrieren, okay. Ja, ich traue mich jetzt nicht in den Raum rein. Wobei, wir können ja kurz reinlinsen. Nur kurz. Nur schauen und umdrehen sofort wieder. Aber sieht gut aus. Gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Oh, da liegt der Raketenwerfer, okay. Gut, dass ich rein bin. Spinnen sollte man sowieso immer mit dem Glas nach draußen befördern. Mache ich tatsächlich immer. Anka ist halt, sie hat eine Spinnenphobie, darum, sie ruft mich dann immer. Und, ja, ich versuche sie auch mal raus zu befördern. Außer die Spinnen hier, die mich vergiften wollen, die Drecksviecher. Die einzigen Videos, die wirklich viel und aktiv angesehen werden bei mir, sind Unboxing-Videos. Aber ich kann ja schlecht jeden Monat ein Unboxing-Video einer Collector's Edition mir besorgen. Ich wüsste gar nicht, wo ich das ganze Geld nehmen soll. Aber da siehst du ja schon den Beweis, Albert Wesker. Du postest was, was relevant ist und zeitlich aktuell. Du musst, ne, also genau wie du sagst. Vielleicht kennst du einen Freund, der ein Geschäft hat, der dir die leihen kann zum Unboxen. Am besten ein, zweimal die Woche eins. Ansonsten, was halt nichts kostet, mach doch Meinungsvideos eben. Ne, wie ich es meinte. Also im Sinne von, hey, neuer Resident Evil Trailer ist draußen oder Metal Gear Solid oder was auch immer dir gefällt. Und jetzt müssen wir fast nochmal zurück und den holen. Den Raketenwerfer, ja. Was auch immer dir gefällt, machst du ein Meinungsvideo, machst ein ansprechendes Thumbnail, schau, dass auch die Schlagwörter, die relevant sind, von dem mit in der Zeile sind. Natürlich muss es, ich sag immer, es darf nicht clickbaity sein, du musst schon das Versprechen, was du in der Überschrift und im Thumbnail gibst, musst du erfüllen, aber natürlich muss es sich abheben. Also es sollte irgendeine Form von Schlagzeilenhaftigkeit im besten Fall mit sich bringen. Aber wie gesagt, von Clickbait-Haftigkeit halte ich halt nichts. So. Wir sind echt gut. Dann würde ich gleich nochmal speichern, nachdem wir den Raketenwerfer weggelegt haben. Wenn wir jetzt noch die Modus... Ah ne, wir müssen jetzt zum Aufzug. Können wir nicht jetzt sogar schon zum Aufzug gehen? Könnten wir so... Könnten wir das? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das meiste, was die Leute angelockt hat, war mein Resident Evil Event Videos. Wie viele Klicks hast du denn darauf, Albert Wesker? Ich versuche nur zu helfen, ne? Also irgendwie. Ist denn Albert Wesker LP auch dein YouTube-Name? Wenn ich einen Nickname sehe, dann erwarte ich auch irgendwie Resident Evil Content. Das stimmt. Bei dem Namen würde man das erwarten.
Darum war ja der Grund, warum wir uns umbenannt haben von Horrors Alive auf Screenfire. Nee, ist nicht der Master Key. Ah, der war richtig, der sah anders aus. 37.000 Klicks. Ja, dann siehst du doch, wo die Reise hingehen muss. Versuche 2-3 Videos die Woche zu machen, die quasi irgendwas Relevantes abdecken. Ein Event oder ein Unboxing oder News. Anni, würdest du dich trauen, gegen Chris in Real Life zu kämpfen? Faires Wort gegen Fuck! Ja, klar. Okay, man wird also totgeschlagen, während man den... Wie soll ich denn da durchkommen? Ich weiß, Sorn. Ich weiß, wofür der Schlüssel ist. Das ist... ich habe ihn nur mit dem Master Key verwechselt gerade. Ich kann da gar nicht durchkommen, weil ich habe nicht die... Ich könnte einen mit dem Raketenwerfer downen. Wie soll ich... Also das ist ja wirklich... Also das ist wirklich dämlich. Das Problem ist, ich sterbe halt in der Sequenz, ne? Ich kann höchstens versuchen, durchzukommen. Heilung nehmen. Hoffen, dass ich das Öffnen überlebe. Und weiter. Was anderes geht gar nicht. Halt, was mache ich denn da? Falsch. Ich bin total verwirrt. Granatwerfer, vergiss es. Ich habe 3 Granaten. Damit kriegst du nicht mal einen Nemesis down. Ich probiere es jetzt mal so. Glück gehabt. Boah. Scheiße. Das ist so... Reginas! Meine Güte. Ja, ich habe eher eine kassiert, das kann ich gleich nehmen. Ah, okay, rot-grün. Sehr gut. Dagegen habe ich nichts. Ah, ich habe das Feuerzeug nicht dabei. Nein, ich habe das Feuerzeug nicht dabei. Okay. Ah, blaues Kraut. Okay, aber ich habe 2 drin. Ja, sollten wir anmachen, dann werden wir alle ein bisschen schwächer. Und es gibt hier keine Ivys im zweiten Szenario, also gut. Wieso können die... Das ist unglaublich. Wie die mich da erwischen können, verstehe ich halt nicht. Weil teilweise bin ich schon an ihnen vorbei, aber die Hitbox geht halt noch darüber hinaus. Ah... Okay. So, jetzt schauen wir mal, ob es sich überhaupt lohnt, da mit dem Feuerzeug hinzugehen. Ah. Okay. Das brauchen wir später. Halt. Es ist echt frustig. Wir könnten so geschmeidig durch dieses Spiel durchlaufen. Aber nein, wir setzen 3 Nemesis da rein. Vor allem ständig 3 Nemesis. Wie oft willst du Nemesis bringen? Ja.
So, okay, wir können noch einen kassieren, bevor ich das Kraut wieder nehme. Kann natürlich auch schief gehen. Aber ich will einfach nur gucken, wenn es jetzt da nichts gibt, dann spare ich mir das natürlich und lade nochmal neu und renne gleich nach links. Oh. Nee, Randomizer können mich echt nicht leiden, Panda. Aber wenigstens ist es unterhaltsam. Das freut mich. Halt, warte mal. Okay, das sind wirklich blaue Kräuter. Davon haben wir echt jetzt genug. Wie kann ich das denn? Wie zum Geier? Warum geht das nicht? Ich reiß nicht. Ah, ich hätte mir das Feuerzeug gar nicht holen müssen. Ich bin ja natürlich, es war ja schon im Arsenario. Halt. Ach, Scheiße. Okay. Ja. Ja, das war nur Arsenal. Ich vergesse das immer wieder. Wie gesagt, ich spiele so selten das B-Szenario. Ich weiß nicht warum. Okay. Aber es hat was Positives. Ihr wisst was? Ich kann das Feuerzeug da lassen. So, wir versuchen nochmal vorbeizulaufen. Ich will ja nur wissen, ob da in dem Raum irgendwas ist. Ansonsten können wir es eh sparen, aber man weiß es halt beim Randomizer nicht. Das ist das Problem. Ja. Raisin, was letztes Mal wurde deine Nachricht nicht hervorgehoben? Was hast du geschrieben? So, viel Spaß dir. Genau, ein grünes Kraut, das wär's. Okay. Forth Survivor habe ich gespielt. Ja, habe ich auch durchgespielt. Ich habe alle Minigames durchgespielt. Ein... Wow, und dafür bin ich hier reingelaufen? Okay, wir waren wenigstens drin. Verpisst euch einfach. Verpisst euch einfach. Na klar. Steh auf, Claire. Steh auf, Claire. Bitte, bitte, bitte. Will das Spiel mich wirklich... Das Spiel will mich fertig machen. Wirklich. Das Spiel... will mich einfach nur hardcore fertig machen. So, wirklich keinen Bock mit euch hier zu diskutieren. Wow, wir kriegen jetzt die Armbrust. Das ist ja zu gütig. Zu gütig. Ja, kommt ihr. Zu gütig vom Spiel. Alter Schwede. Ja, Modus brauchen wir noch.
Caitlin, ein 5er Werbeblock. Das tut mir leid. Sorry. Ich weiß nicht, warum YouTube manchmal so aggressiv ist. Twitch in dem Fall. Entschuldigung. Okay, wir können speichern. Alter Schwede. Es ist doch einfach nicht mehr lustig. Halt, warte. So. Brauchen noch den Waffenschlüssel. Eigentlich die Armbrust. Was will ich denn damit? So blöd es klingt. Es ist halt eh lächerlich. Den brauchen wir. Den Granatwerfer lasse ich mal hier, weil... Ich meine, vielleicht brauche ich ihn auch. Das ist ein Fehler, aber... Ich glaube es jetzt einfach irgendwie nicht. Sollte eigentlich passen. Wir sollten gut aufgestellt sein. Aber du weißt es nie. Gute Nacht. Danke für den unterhaltsamen Stream. Ja, danke, dass du da warst. Hau rein. Nach den Randomizern sieht Andi die Spinnen, glaube ich, ganz anders als zuvor. Ja. Ich habe mich immer, fand es immer traurig, dass die Spinnen nicht in den Remixen so aufgetaucht sind. Jetzt denke ich mir so, im Nest wartet Nemesis ja wahrscheinlich. Bin ich jetzt gespannt, was da drin ist. Nix. Sehr gut. Finde ich gut. Ich habe jetzt schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Vor allen Dingen, weil es ja auch nicht notwendig ist, aber irgendwie... Vielleicht müssen wir doch rein. Wolltest du nicht schlafen gehen? Ich habe gesagt, wir ziehen das heute durch. Und schlafen gehe ich sowieso erst meistens so zwischen 12 und 1. Also ins Bett so 11, 12-ish und dann so um den Dreh. Aber ich wollte mit Anker noch was anschauen eigentlich. Sorry, Brandgranaten finde ich gut. In Spiders Only Run. Panda, willst du es wirklich haben? Bin mal gespannt, wie man Resi 3 Randomizer Nemesis steigern will. Ja, das frage ich mich auch. Oh, den Sparkshot. Und ein blaues Kraut, ja, darüber beschwere ich mich nicht. Ich höre Spinnen. Fick dich! Warum sind die so schnell? Okay, wir haben hier alles. Gut. Gut. Okay. Dann müssen wir eigentlich nur noch oben in den Gastraum rein, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe doch irgendwas vergessen. Ich meine, ich habe irgendwas vergessen. Irgendwas habe ich vergessen. Jetzt können wir den Sparkshot nutzen. Und wir kriegen ihn nicht mal zu 100%, sondern nur zu 99%. Jens Hardcore 85, vielen lieben Dank für deinen Follow. Willkommen in der Zombie-Horde, willkommen bei Screenfire. So, warte mal. Okay.
Und White Rabbit, vielen lieben Dank auch für deinen Follow. Willkommen in der Zombie-Horde und willkommen bei Screenfire. Ich bin gerade ein bisschen am Oh, okay. Annette. Where's Sherry? But I asked her and she's never even heard of the G-Virus before. Which room? Tell me. Sherry! Ah, jetzt kommt das, okay. No! Annette! The samples inside the pendant Sherry's wearing. Da seht ihr mal, wie lange ich Claire B. nicht mehr gespielt habe. Andi, stell dir mal Resident Evil Outbreak Randomizer vor. Um Gottes Willen. Verdienter Follower, finde dich sympathisch und Resi ist einfach Liebe. Danke dir. Super lieb, dankeschön. Bist du von Twitch einfach zufällig hergestoßen oder über YouTube? White Rabbit. Oh, man kommt hoch und kassiert gleich eine. Steh auf. Ich bin in einem Loch drin, ich komme nicht mehr raus. Du kommst hoch und kassierst sofort eine. Zufällig über Twitch wurde es mir vorgeschlagen. Ja, dann cool, dass du da bist. Danke dir. Jetzt haben wir aber Schwein gehabt. Dass wir hier durchgekommen sind. Hau rein, Sergej. Schön, dass du da warst. Bis nächsten Sonntag oder Mittwoch oder Donnerstag, wann du Zeit hast. Ciao, ciao. Aber ich würde sagen, wir ziehen jetzt noch durch, oder? Und speichern. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ganz ehrlich. Ich bin froh über jeden Abschnitt, wenn wir durch irgendeine Tür durch sind oder sowas. Raptus Zero 199, vielen lieben Dank für deinen Follow. Willkommen in der Zombie-Horde. Willkommen bei Screenfire. Dankeschön. Und der Baloo, auch willkommen an dich. Schön, dass du dabei bist. Danke dir für deinen Follow. Und Roger0 1909 hat ein Prime-Abo da gelassen. Vielen, vielen lieben Dank, mein Lieber. Dankeschön. Danke für deinen Sub. Warte mal runter. Ja. Danke dir. Und das ist Wrapped Us Zero, oder? Richtig. Oder Wrapped US Zero? Ich glaube, Wrapped Us. Egal. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Und ein Wassermarsch von General Dominic. Ich würde am liebsten hier schon wieder speichern, ey. Ich habe so die Hosen voll, aber da unten soll es jetzt eigentlich gehen. Ist eine Cutscene. Überstunden Wasser für Andi. Ja, kommt, heute müssen wir es durchspielen. Es muss sein. Vor allem bin ich gespannt auf... Willst du mich verarschen? Nein, das ist der falsche. Das ist der falsche Raum. Ich bin in den falschen Raum gegangen. Das war oben, hätte ich lang müssen. Ah! Ja! Oh mein Gott! Raptor Zero hat Albert Wesker ein. Die fünf Stück! Oh mein Gott! Holy moly! Vielen lieben Dank! An Knickerbocker 72, Albert Poizuk, warte mal, Albert Poizuk, Zuzug, Wesker, an Cat Wesker, an Wombat, Entschuldigung, Mortal Wombat und Mega Action Hans, vielen lieben Dank, Raptor Zero, Dankeschön. Die haben mich total synchron getötet, ja, voll, aber wir haben ja gespeichert. Ich bin zur falschen, ich habe irgendwie nicht überlegt. Wir müssen ja oben lang.
Aber vielen, vielen lieben Dank. Das ist super lieb von dir. Dankeschön. Wie sehr schön synchron sie alle Claire zerstampft haben. Ja. So. Nein, aber wie gesagt, wir ziehen heute durch. Halil Topchu? Halil Topchu, vielen lieben Dank für die 1 Euro Superchat. Dankeschön. Danke dir. So. Aber darum auch heute. Wir ziehen durch, meine Lieben. Wir ziehen durch. Da hinten hätten wir nämlich lang müssen. Warum bin ich da vorne eigentlich nicht lang gegangen? Hier. Komplett vergessen. So. Oh, welcher Resident Evil Soundtrack ist das denn? Erkenne ich gerade nicht wieder. Erkennt ihr es wieder? Und jetzt Batsch. Ja, Nemesis läuft halt schneller als Mr. X. Sucker. Sucker. Cookie, schön, ja, schau vom TV aus weiter, aber danke nochmal, dass du da warst, falls wir uns jetzt nicht mehr hören. Bis dahin. Ja, Raptor Zero, nochmal vielen lieben Dank für die ganzen gegifteten Subs. Dankeschön. So, gab's hier noch irgendwas? Nee, oder? Wir sollten aber genug Munition für alles haben, solange es nicht Nemesis ist. Das ist Sinn. Riesige Dimmer, aktuell. Ja, Halil, hier ist dein Alert. Danke dir nochmal. Ich glaube, die Bosse sind nicht randomized. Ja, echt, ist gut möglich. Sherry, where are you? Müssten wir jetzt oben treffen. Where is she? Oh, woher ist die Musik? Jetzt musst du gleich gegen eine richtig fette Mutation von Nemi kämpfen, oh Gottes Willen. Schon mal vor, jetzt kommen hier nochmal drei. Warum müssen es so viele Nemesis sein? G-Virus, hey, bin mal gespannt, wie sich Silent Hill 2 Remake sich nach dem nächsten Trailer macht. Schade, dass Konami so eine dumme Strategie führt. Ich glaube, nach dem Debakel jetzt, wird Konami wahrscheinlich mit Bloober nicht mehr zusammenarbeiten, weil die haben die halt schon ganz schön öffentlich angegangen und japanische Firmen mögen sowas ja überhaupt nicht. Komm, wir speichern nochmal. Wir speichern nochmal. Weil es so schön ist. Oh, warte mal. Und wir sollten Heilspray oder sowas rausholen. Einfach nur zur Sicherheit. Ah, wo? Da, eins. Ja. Nein. Wir sind in den letzten Zügen, meine Lieben. Ladebelger, moin moin. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Willkommen in der Zombie-Horde, willkommen bei Screenfire. Schön, dass du da bist. Puh. Ich hoffe, der Resi 3 Rando wird dann hinterhergeschoben nächste Woche. Aber selbstverfreilich wird er das. Sonntag, 20 Uhr. Geht es los. Gluma!
Hallo, danke schön für deinen Resub und danke für 28 Monate Unterstützung. Vielen lieben Dank. Und ja, wir wollen es halt durchziehen, ne? Darum sind wir heute ein bisschen später dran. Aber wir haben auch echt lange rumgepimmelt im RPD noch. Wenn das schneller gegangen wäre, wären wir jetzt durch. Sherry, we have to go now. Ja, ich glaube, wir haben alles. Wir müssen jetzt nur noch runtergehen, ne? Ja, okay, Master Key ist der Master Key. Komm. Das ist halt die Frage, was für Gegner uns jetzt erwarten da auf dem Weg. Wenn es nicht viele sind, ist es okay, aber... Ah, wir waren gar nicht im Guest Room. Anger Killer hat recht. Ja, das geht nicht. Das geht nicht, da müssen wir neu laden. Oder wir fahren einfach zurück. Wenn es geht. Können wir nochmal zurückfahren? Ich weiß es nicht. Probieren wir gleich mal. Oh mein Gott! Raptor Zero, vielen lieben Dank für die 1000 Bits. Holy shit! Vielen, vielen lieben Dank! Wow! Und Black Sabbath, auch vielen Dank für die 5 Euro Superchat. Dankeschön! Wahnsinn, vielen Dank. Dankeschön. Andy, wer die Final Fantasy 7 Rebirth Demo, was für den Mittwochstream? Soll der zweite Teil? Ich weiß es noch. I can't go back now. Okay, dann müssen wir es neu starten. Und natürlich sind hier Motten, die mich vergiften können. Es war ja auch klar, dass irgendwelche Giftviecher da sind. Aber wir wollten uns den einen Raum ja noch anschauen. Komm, das müssen wir. Gluma, danke schön für die 300 Bits. Danke dir. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Und Peter Stin, vielen lieben Dank für deinen Follow. Willkommen in der Zombie-Horde. Willkommen bei Screenfire. Willkommen im letzten Abschnitt von Resident Evil 2. Randomizer. Seamless HD Mod. Was für ein Name, sein Zungenbrecher. Können wir jetzt überhaupt noch hingehen mit dir? Ich weiß es gar nicht. Mom! Mom! Sherry, you have to escape. Ja, blaues Kraut kann man sich auch gleich nochmal mitnehmen, das stimmt. Wobei, da ist auch eine Truhe, da könnte ich schnell ran. Forgive me. Ich jinx jetzt mal, dass Andy Resi 2 vergiftet beenden wird. Och, Torti. Der Sparkshot sieht toll aus. Schön detailliert. So, komm, Sherry. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, geht das jetzt nicht mehr, ne? There's no time to go back. Yeah. Okay, wir haben ja aber noch ein anderes Ladedings. Also können wir dann da nochmal hingehen. Wir laden dann gleich nochmal neu. Wir laden es dann gleich nochmal neu. Ist okay. Support ist kein Mord. Normalerweise schaue ich nur auf YouTube, aber werde immer gut unterhalten. Deswegen mal ein wenig Liebe da lassen. Ey, vielen, vielen lieben Dank. Super lieb von dir. Dankeschön. Mich hat es ja gleich erschlagen, ey. Danke dir. Ja, es ist immer noch total surreal für mich. Also mich freut es halt wirklich, ne, dass ihr... Ich kann es immer nur sagen, für mich ist es halt wirklich... Da, schon der Nächste, oh mein Gott. Bob der Schlumpf, vielen lieben Dank für deinen Follow. Willkommen in der Zombie-Horde. Willkommen bei Screenfire. Ich find's, mich freut es wirklich wie ein kleines Schulkind immer, wenn ich sehe, schon 20 Leute warten. Ne, und der Stream hat noch nicht mal begonnen. Und ja... In dem Sinne, danke, dass ihr hier seid. Danke für eure Unterstützung, wirklich. Mr. Hunky, vielen lieben Dank für deinen Follow. Willkommen, willkommen.
So, jetzt aber. Hätten wir gar nicht abbrechen müssen. Okay, dann los. Ach ja, scheiße, ich muss ja erstmal hinter und den Key holen. Ich glaube, der war da, wenn ich mich recht entsinne. Mr. Hanky Screenfire, deine YouTube-Videos habe ich geliebt. Ob für Mediamarkt-Dinge oder jetzt. Dankeschön, vielen lieben Dank. Ja, Games.de hat schon wirklich viel Spaß gemacht. Und ich bin auch sehr dankbar um die Zeit, weil das war so mein... Oh, hier haben wir einen Stecker, interessant. Das war also mein Quereinstieg zu allem. Und ich bin noch immer sehr dankbar über die, dass ich diese Möglichkeit hatte. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich glaube, so reicht's. Halt. Und das nehmen wir noch mit, nur für den Notfall. Oh, weißt du was? Ich kann den mitnehmen. Dann können wir den gleich, dann brauchen wir gar nicht abwarten. Und können ihn gleich weglatzen. Machen wir es doch so. Weil dann, wenn Mr. X kommt oder wer auch immer, mache ich gleich Bababoom. Bababoom. Ah, den Plattform-Key, sehr gut. Hätte ich fast liegen lassen. Wir sollten speichern. Wir sollten definitiv speichern hier. Okay, jetzt nur schauen, dass ich nichts Falsches überschreibe. Ja, 31 war ich schon. Genau. Ich mag auch lieber diese kleinen Communities. Geht deutlich entspannter und ehrlicher zu. Bei Gronkh im Chat kann man kaum interagieren, so wie das da durchrast. Ja, also, das ist so dieses zweischneidige Schwert. Natürlich wünsche ich mir auch, dass wir massiv wachsen. Und klar würde ich mich freuen, wenn wir so viele Zuschauer hätten wie bei Gronkh. Aber es würde schon eine Form von Intimität, möchte ich nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine, verloren gehen. Ich glaube, wenn wir wirklich so massiv wachsen würden, dass es ein Problem darstellt, würde ich wahrscheinlich noch zusätzlich Streams machen, wo dann Kanalmitglieder, ne, oder besonders lange, dass man wenigstens einen privaten Stream die Woche hat. Aber das wird noch dauern, wenn überhaupt. Nasri, alle mal liken den Stream. Ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, würde es mich sehr freuen. Ja, das ist jetzt die Frage. Nicht das nach vorne, warte mal. Sollte ja alles relativ schnell gehen. Nee, da war nichts. Hatte Angst, dass da noch irgendwas liegt. Natürlich müssen Giftviecher die letzten sein. Die sind aber ganz ehrlich, mir ist es lieber als irgendwas anderes, was krasser ist. Aber wir brauchen noch den einen Dings da. Einer müsste ja noch drin sein und irgendwas anderes noch. Ja, genau der. Und das andere ist ein Farbband, okay. Das können wir uns sparen. Aber das große Rumgetänzel mit dem spare ich mir jetzt auch. Halt, warte mal. Hä, warte, bin ich jetzt blöd? Nee, da hinten hätten wir langlaufen müssen. Ich vertrödel doch unsere wertvolle Zeit. Was, warte mal. Andi, wie realistisch hältst du ein Dino Crisis Remake? Also ich weiß aus einer sehr sicheren Quelle, dass da aktuell nichts in Entwicklung ist. Ich halte es aber perspektivisch gesehen, sofern alle anderen Remakes, die jetzt kommen, es kommt ja auch noch was von, habe ich ja schon mal, wir sind ja unter uns. Also ich, lass es so sagen, ich habe da ein Gerücht gehört, Moment, ich muss kurz mich um den Big Boy hier kümmern. Ich habe da ein Gerücht gehört, dass ein Onimusha-Remake oder Fortsetzung und auch von
Dead Rising, was kommt. Wahrscheinlich auch noch dieses Jahr. Und, ja, also, was soll ich dazu sagen? Wenn das so ist, wenn die erfolgreich werden und wenn die ganzen Resident Evil Remakes, die jetzt noch kommen, die erfolgreich werden, sie werden früher oder später Dino Crisis machen. Ich bin so sicher, wirklich. Ich bin, also ich weiß, dass auch innerhalb von Capcom da Interesse da ist. Warte mal, wir sollten uns noch Stuff holen. So, weil jetzt kommt der Arsch. Haben wir nicht noch normale Granaten? Ja, da. Pucky watches you. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Willkommen in der Zombie-Horde. Willkommen bei Screenfire. Ich bin gerade ein bisschen... Reicht uns das? Haben wir nicht noch ein Heilspray? Doch, wir haben noch Heilspray da. Okay, wusste ich doch. Ja, komm, das reicht. Gib ihm auf die 12 mit dem Flammenwerfer, sollte schon reichen. Na, Hauptsache, wir kriegen das noch zur Lebzeit mit dem Dino Crisis Remake. Ich bin mir wirklich, also, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Soweit ich weiß, ist aktuell wirklich nichts in Entwicklung. Leider. Ich weiß, dass Exoprimal als ein Dino Crisis angefangen hat, aber weil es, ich glaube, bei Division 2 oder ich weiß nicht genau, bei welcher Division es in Entwicklung war, und die Rechte hatte Division 1, da gab es intern anscheinend ein bisschen Mega. Aber, ja. Es wird schon kommen. Was? Du musst erst Claire A zocken? Ach, wenn man es noch nicht gespielt hat, oder was meinst du? Ich finde, diese Cutscenes sehen so toll aus in der Version. Jetzt müssen wir noch Birkin platt machen und dann haben wir es. Und dann schauen wir noch schnell in den Raum rein. Dafür gönne ich mir jetzt auch eine Erdbeere. Wenn jetzt der Alligator kommt, würde ich so feiern. Haben im Winter mit Resident Evil 7 begonnen. Besitze jetzt jeden Teil auf PC und PlayStation und alle Deluxe Editions. Das hier hat mein GTA-Fanatismus beendet. Carlo. Freust du dich auf GTA 6? Claire. Sherry. Ah! Jetzt ist der hintere Waggon voll mit Nemesis. Ja, wahrscheinlich. Hast du Infos, ob Dead Rising auch für PS5 kommt? Vortex, ich meine ja, aber bitte. Ich meine ja. Oh, die Zugversion von Zero. Dein Geld wurde nicht gezeigt. Ich habe hier leider nichts stehen. Was hast du denn geschickt, Black Sabbath? Ich finde, Leon sieht in der Cutscene aus wie Ronald Weasley als Erwachsener. Ich finde es toll eigentlich, dass hier keine Musik ist, normal. Ja, kommt der normale Burton. Den Original-Raketenwerfer, den man dir hinwirft, hast du auch nicht geprüft. Da, Leon, das war doch eh nur ein Fahrbahn. Und ich glaube nicht, dass der kommt. Das hatten wir ja schon beim Einsatzproblem, wenn du den normalen hast. Riesentofu. Der sieht schon echt geil aus. Hat das noch gar nicht gesehen, so. I like. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn,
10 Flame Rounds. Brauche er. Dann Black Sabbath, dann vielen Dank für die 5 Euro Superchat. Ich weiß nicht, warum es nicht angezeigt wurde. Aber vielen, vielen lieben Dank dir. Dankeschön, mein Lieber. Danke dir. Vielleicht kommt der Alert ja noch. So, meine Lieben, wir haben es geschafft. Wir schauen aber gleich noch in den Geheimraum rein. Dass wir das auch noch nicht umsonst gemacht haben. Sehr schön. Was aber auf PlayStation 1 möglich war, ist schon geil. Sieht echt cool aus. Pyrus, es handelt sich aber bei der Version um die Source Next Version, die 2005, glaube ich, rausgekommen ist, oder 6. Also die nochmal überarbeitet wurde. Also im Prinzip eine überarbeitete Version der PC-Version. Also so war es schon nicht 1-1 auf der Play. Aber es, sie mussten schon ein bisschen downgraden. Erklär es einfach so cool. Sherry, what are you doing? We have to stop the train, right? I can do it. Sherry! Persistent, aren't you? Well, come and get it. Ja, er kann halt nichts machen. Außer unterm Zug. Ich meine, der Emergency-Button ist schon ein guter Indikator. Ja, ihr Papa wartet da hinten. Leon? Right here. Leon! You're both safe. Die. We've got to get out of here. Move it! Go! So, bye-bye, Birkin. Sherry war ein bisschen nervig. Redneck-YouTuber, da hast du recht. Bloop. Toller Stream, sehr cool, mal wieder Resi 2 gesehen zu haben. Freut mich, Hurricane. Ich wünsche mir, dass Capcom nochmal von 2 Resi einen Teil macht im Stil vom ersten Remake. Ja, es war ja anfänglich in Fixed Camera in Entwicklung, aber sie haben sich halt dann dagegen entschieden. Sie haben alle 3 ausprobiert. Und sind dann bei Over the Shoulder geblieben. Und ich persönlich, ich komme mit allen dreien klar. Ich liebe statische Kamera, aber... Chris, I have to find you. Das absolut coolste Lied. Hey Andy, ist eigentlich bekannt, wer den bekannten Voice-Titel-Call immer sagt, wie Resident Evil oder Biohazard. Ja, Ward Sexton. Und er hat für mich das Gleiche auch für Screenfire gemacht und hat Screenfire eingesprochen. Ich hatte das mal in einem Video drin. Wenn ich jetzt die Soundfile finde, ist ein netter. Der ist jetzt zurück nach Japan gezogen. Vorher in den USA gelebt. Wo habe ich das abgespeichert? Howling Wind? Nein. Das irgendwo. Auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich es hin habe. Vielleicht war mal in meinem Download-Ordner? Wenn ich's finde. Nee, ich find's gerade leider nicht. Egal. Ja. Ward Sexton.
Wie oft hast du die Resi-Teile ungefähr durchgezockt? Also den Zweier hier so zwischen 250 und 300 Mal. Also ich habe das mal grob hochgerechnet. Alle anderen, kommt drauf an welcher. Also Remake bestimmt auch so 200, 300 Mal. Das erste. Also schon sehr, sehr oft. Habt ihr gehört, dass der Erschaffer von Suikoden vor einigen Tagen verstorben ist? Nee, habe ich nicht gehört. Wie alt ist er denn geworden? Gibt es den Randomizer auch für Resident Evil 2 und 3 Remake, also das aktuelle Remake? Das ist eine gute Frage, James. Du kannst es sicherlich beantworten. Oh, 40 Leute sind gerade gegangen. Sollen wir dann doch nicht mehr den Raum machen oder schon noch den Raum anschauen? Wir werden jetzt so ein beschissenes Ranking haben. Wann zockst du Palworld? Ich habe das mal angeboten, ob wir mal reinschauen. Ein D-Ranking, Gottes Willen, aber ist vollkommen verdient bei der Anzahl an Speicher und Heilspäh und ach. Ich weiß nicht. So. Dann schauen wir noch mal kurz in den Raum rein. Also wenn ihr das wollt, ne? Das ist eine Sache von 5 Minuten. Aber was da drin ist, weil mich würde es auch interessieren. Cyril Toxic, hey, alles gut. Was? Kein Wunder, dass du keine Zeit hast, um deine Heimatstadt zu besuchen, aber geil, Leister. Wir reden hier über 25 Jahre Zeitraum. Also, das ist schon... Das ist schon ein bisschen. So, warte mal. War es hier? Naja, natürlich war das der untere. Aber da können wir auch hochlaufen. Haben wir da schon registriert mit den Fingerabdrücken? Ja, müssten wir gemacht haben. Ja, genau. Haben wir registriert. Genau, dann kommt die Sequenz und dann können wir hochlaufen. Wo ist Sherry? I asked her and she's never even heard of the G-Virus before. Which room? Tell me. Sherry! No! Annette! Und dann nächste Woche Resident Evil 3 Seamless HD Randomizer. Huhu! Ich hab jetzt schon keinen Bock. Das wird so hardcore. Dieses Spiel wird mich so zerlegen. Ich hab's im Gefühl. Da wird Resident Evil 2 Claire B. Run ein Kindergeburtstag dagegen sein. Wenn wir jetzt überhaupt am Papa William vorbeikommen. Wir hätten Heilspray einpacken sollen, glaube ich. Boah, das wird ekelhaft. Kommen wir da jetzt vorbei? Ja, gerade so, weil ich sofort gelaufen bin. Randomizer ab Teil 4 gibt's nicht. Ich glaube nicht, ne. Okay, das werde ich nicht überleben. Ich habe kein Heilspray dabei. Wie habe ich das jetzt überlebt? Ernsthaft, wie habe ich das jetzt überlebt? Es ist mir vollkommen schleierhaft, wie ich das überlebt habe. Okay, wir gehen kurz dahin und holen blau. Hier. Also, es war für mich jetzt so, ja, ich sterbe jetzt. Aber Nemesis hatte keinen Bock. Ist für mich okay? Ist für mich okay. So, komm. So. Wir wollen doch nur in den Raum reinschauen. Wir sind doch nur neugierig, was da jetzt drin ist, ob da 50 Nemesis drin sind oder überhaupt ein Gegner oder
Ob irgendwas drin wäre, was uns noch alles erleichtert hätte. Ich mache das so selten. Und was wird es sein? Raptor Zero, danke, dass du da warst, Haufark. Okay. Okay. Ein Farbband liegt hier drin. Ich glaub's nicht. Ich will den jetzt gerade Blatt kriegen, ich hab irgendwie... Ja, wir haben ihn noch besiegt! Komm, alle Gegner in dem Raum. Da kommt, da kommt! Na komm! Na komm her! Komm her! Hol's dir! Letzter! Ha! Und damit haben wir sie alle platt gemacht. Okay! Damit sind wir aber auch durch für heute. Ah, es war mir ein Fest, meine Lieben. Ah, sind doch noch welche da. Ja, ja, dann sollen sie mich fressen. Oder auch nicht. In diesem Sinne. Danke, dass ihr da wart. Es war mir wirklich ein Fest. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich durchzuquälen. Und wir haben es geschafft. Wir haben es durchgezogen. Das ist das Wichtigste. Darum nächste Woche Sonntag Resident Evil 3 Nemesis in der Seamless HD Randomizer Version. Ich freue mich sehr drauf. An dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank für die gespendeten Bits, für die Superchats, für die Subs, für die Resubs, für die Crimson Head Ranks, Mitgliedschaften bei YouTube, für eure Beteiligung im Chat, für alles, an die Lurker da draußen. Es war so ein geiler Abend. Vielen lieben Dank. Am Mittwoch weiß ich noch nicht genau, was wir spielen. Vielleicht Helldivers 2. Ich muss mal gucken. Ich werde Sony morgen mal anschreiben, ob sie mir einen Key schicken können. Vielleicht spielen wir es aber auch so. Wir gucken einfach mal. Und super, dass ihr da wart. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr seid einfach der Wahnsinn. Ich kann's gar nicht anders sagen. Okay. Haut rein. Kommt gut in die neue Woche und wir sehen uns am Mittwoch. Ciao, ciao.